Bunt. Hallo, ich bin Daniel. Ich bin Daniel, heute gibt es Kino Plus mit tollen Themen und einem Pelikanblut und die anderen habe ich vergessen. Wayne's World, nee, wie heißt der andere? Bill und Ted, ist auch egal, irgend so ein Kifferkomödie. Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne Gade, Daniel Schröckert und Matthias Rosenkranz mal wieder. Hallo, danke. So, warst du das letzte Mal hier schon ein Weilchen her? Fast zwei Jahre, ja. Was war das Thema damals? Under the Silver Lake. Und Klimax. Ja. Ach, das war hier anlässlich Fantasy Filmfest oder sowas? Nee, das war nur zufällig. Der ist dann, glaube ich, auch gestartet kurz danach. Da haben wir drüber geredet. Yes. Herzlich willkommen zurück. Yeah. Wie oft hast du sie seitdem nochmal gesehen? Welchen jetzt? Die beiden? Keinmal. Keinmal? Nee, beide nicht mehr. Nicht nochmal rangewagt. Da gibt es noch andere Filme auf der Liste, die ich vorher noch sehen möchte. Climax war, glaube ich, ist seit kurzem bei Amazon Prime. Ich meine ja. Da habe ich mir nämlich nochmal reingezogen. Also da habe ich ihn einfach mal laufen lassen. In der Eröffnungstanz habe ich mir ungefähr 10 Mal angeguckt. Ja, aber ich mag auch das Ende, ey. Das ist so übel. Alles ist mir alles so much. Übel, ey, wenn dann das Licht, wenn die Tür aufgeht, ja, und das Licht reinkommt und du siehst halt, was übrig geblieben ist, ja, und alle nur in ihrem Elend da so sind. Ach, das, schön. Ey, das fand ich schon gut. Irgendwie. Ja. Matthias, was hast du als letztes gesehen? Außer den Filmen, die hier heute in der Sendung besprochen werden. Außer den Filmen, die ich habe mir in der Tat endlich mal Spectre angeschaut. Den James Bond. Ja. Den hatte ich lange nicht gesehen, den habe ich lange vor mir hergeschoben und jetzt gerade auch in Vorbereitung auf heute so ein bisschen, aber dachte ich, schaue ich mir endlich an. Und? Ist nicht so gut. Das ist richtig. Der ist halt leider echt nicht so stark. Der hat mich doch enttäuscht, in Anführungszeichen. Dabei fängt der so gut an. Ist das dieser mit der Karnevalszene damals? Ja, genau. Aber ich fand auch schon, also da fand ich schon die Prügelei in dem Hubschrauber war so schon drüber. So, keine Ahnung. Naja, aber drüber, also ein bisschen drüber darf ja Bond auch sein. Ja, ein bisschen drüber darf er sein, aber dass Bond wirklich einen, also den Piloten von einem Hubschrauber in die Fresse haut, während der über eine Menschenmenge rumschwebt. Ich habe mir ja die Bond-Box gekauft und habe da mal so ein bisschen so reingeluschert und es ist schon so, dass Bond auch immer so, je nachdem, wer der Schauspieler war, auch so einen neuen Style halt hatte, ne? Also ein Sean Connery Bond ist halt schon anders als ein, weiß ich nicht, als ein Daniel Craig Bond oder auch als ein Pierce Brosnan Bond, so, ne? Und ich finde halt, so ein bisschen habe ich mich auch an diesem Daniel Craig Style langsam so, der ist schon fast formelhaft geworden, finde ich, in einer gewissen Weise. Aber und es könnte ja auch ruhig mal anders sein, es könnte ja auch mal so ein bisschen mehr smoother sein. Ich habe das Gefühl, es muss immer erstmal diese eine epische, bei Mission Impossible auch, es gibt immer diese eine epische Action-Szene am Anfang als Cold Opener. Dann gibt's Exposition, 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 dann trifft er das Mädel, Exposition, Exposition, Knutsch, 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 Schlägerei, Arroganz, irgendein Bösewicht, du bist aber und dann gibt's nochmal Action, 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 dann kommt der Showdown. Und so ist fast jeder Film. Gut zusammengefasst. Ich finde aber auch, es liegt nicht an, also Daniel Craig ist kein schlechter Bond, ich finde nur, er kriegt keine guten Drehbücher. Also ich fand. Ja, bei Spectre war ja noch das Problem, dass da ja das Drehbuch geleakt wurde. Da sind ja, ist glaube ich, der Film ab der Hälfte komplett alles bekannt gewesen. Und dann mussten sie sich ab der Hälfte so gesehen nochmal umentscheiden oder haben halt nochmal die Geschichte umgedreht oder anders geschrieben, damit halt eben die Leaks nicht bewahrheitet werden. Und deswegen merkt man das auch anhand des Films ein wenig, meiner Ansicht nach, dass der so ab der Hälfte geht er halt vollkommen die Bachgasrunde. Ja. Gut. Cool. So viel dazu. Noch was? Das habe ich noch gesehen. In der Tat nochmal Teufel trägt Prada habe ich mir nochmal angeschaut am Wochenende, weil ich irgendwas Feelgood-mäßiges sonntags einfach laufen lassen wollte. Ich respektiere das. Feelgood. Ja, doch, der ist doch ganz schön. Der tut keinem weh. Der ist schon Meryl Streep, macht Spaß. Der ist mit Vinny Chase auch.
Stimmt, das ist ihr Freund, ne? Richtig, der Freund von dem. Richtig. Ich musste aber die ganze Zeit an I Am Queens Boulevard denken. Das kann man jedes Mal, wenn er durch New York läuft und sich wieder auf der Straße umdreht, um mit dir zu reden, war so, oh, I Am Queens Boulevard. Das war so. Wie heißt der? Grenier, ne? Adam oder sowas? Grenier? Aiden. Aiden Grenier. Glaube ich. Aiden Grenier. Ja. Und Rubber habe ich mir nochmal angeschaut. Rubber? Ja. Von Dupieux? Ja. Ha! Ich hab mir tatsächlich gestern ein bisschen die Blu-ray von Adrian. Ich will es gar nicht aussprechen. Monsieur Killer Style. Deerskin. Le Dime oder Dame. Mhm. Der letzte vorletzte von ihm. Den hab ich ja gestern auf Blu-ray mal ein bisschen angeguckt, weil ich mir den Audiokommentar von den beiden anhören wollte. Weil Jean Dujardin und Quentin Dupieux haben halt einen Audiokommentar zu dem Film erstellt. Okay. Und es ist sehr lustig. Das ist wirklich lustig. Muss ich mal geben. Ja. Rubber, geil, oder? Ist der mit dem Reifen? Ja. Ich glaube, den habe ich noch nie geguckt. Mach mal. Ja, mach mal. Doch, das ist. Bevor du jetzt wieder versuchst, irgendwo die Story in einem Film zu ergründen, der dir egal ist. Ja, vielleicht gucke ich es mal. Guck dir lieber einen Film an, wo es keine Story gibt. So. Ja. Und einfach nur. Ich habe es auch versucht mit diesem Zombie-Film, der die eine da durch die Wüste verfolgt. Das hat mich auch nicht so gebockt irgendwie. Stains the Sand Red oder wie der heißt. Boah, der war doch schön. Hab ich nicht gesehen. Ja. It Stains the Sand Red geht um so eine, was ist das, Stripperin, glaube ich, ne? Ja. Die mit einem Beutel Koks irgendwie durch die Wüste rennt, während sie halt von einem Zombie verfolgt wird, während einer Zombie-Apokalypse. Und es geht halt nur zwischen den beiden ab. Und ich fand den unterhaltsam. Ja. Was war denn sonst bei dir unterhaltsam? Also, was habe ich denn geguckt? Ich habe geguckt. Worüber rede ich? This is Paris, die Paris Hilton-Dokumentation. aber jetzt ich habe ja deine Review gelesen, ne? Ja. Warum? Also, du hast gesagt, ich hab's mir angeguckt aus irgendwelchen unerfindlichen. Also irgendwelchen naja, also, meine Frau hat sich's angeguckt. Ah. Und das war so was, ich guck ja gern so, du weißt ja, ich habe ja so ein bisschen ein Fable für so Gossip und Hollywood und so ein Kram. Ich gucke mir das ja immer auch ganz gerne an. Und ich gucke mir auch diese ganzen Dokumentationen von den ganzen Popstars, Carrie, Bieber, Katy Perry, Justin Bieber und so. Ich gucke mir alles an und ich hatte halt im Vorfeld gehört von dieser Dokumentation und dass es mal eine andere Seite von Paris Hilton zeigt und so ist sie wirklich und Enthüllung und es fängt halt auch an mit so, sie sitzt so da und ja, es gab halt, ich habe halt Dinge erlebt in meiner Kindheit und das ist der Grund, warum ich so geworden bin, wie ich bin und so. Und das macht so eine Aufmachung, die so sehr bedeutungsschwanger ist und so. Und Spoiler, am Ende ist es halt, dass sie irgendwie so erzählt, sie ist als Kind, weil sie zu viel Schule geschwänzt hat, ist sie halt auf eine Boarding School gekommen und auf dieser Boarding School wurde sie halt geschlagen und weggesperrt und so. Das ist so die Essenz, weshalb sie heute eine oberflächliche Bitch ist. Und es ist halt einfach. Ey, das Problem ist einfach daran, dass da einfach, du kannst da einfach auch nichts rausholen. Also es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Schicksalsschläge von Hollywood-Stars, weiß ich nicht, oder auch interessante Karrieren wie Lady Gaga oder so, wo du sagst, ja, da muss ich ja die Musik nicht mögen oder die Persona, aber mich interessiert irgendwie die Person dahinter. Bei Paris Hilton ist da einfach wirklich nichts, meiner Meinung nach. Und es wird halt in fast 2 Stunden versucht, da was zu kreieren, mit Aussagen von irgendwie Kim Kardashian und ich musste teilweise lachen, wenn die Mutter sagt, ja, sie ist eine der intelligentesten Frauen, die sie kennt. Und da wird halt so künstlich versucht, jemandem eine Facette zu geben, aber am Ende denkst du dir, ja, aber wo ist denn jetzt diese Facette? Also alles, was sie sagt, alles, was sie macht, ist alles so, versuchst so ein bisschen Mitleid zu finden, ja, ich glaube dir, dass die Boardingschule scheiße war oder so, aber sie erzählt dann, ja, mein Leben ist so kacke, ich muss irgendwie, ich fliege 250 Tage die Woche meine Produktlinien und dann so, ja, aber ja, dann mach's halt nicht. Armes Mädchen, aber gleichzeitig sagt sie, ja, sie ist erst glücklich, wenn sie Milliardärin ist. Ist sie noch nicht? Nee. Oh. Also das ist wohl ihr Ziel. Und dann denke ich mir halt so, ey, ja, es fällt mir gerade schwer, wenn ich so sehe, was auf der Welt los ist. Fällt es mir da wirklich schwer, Empathie zu entwickeln, dass du noch nicht Milliardärin bist? Ich kann verstehen, dass einer es runterzieht. Aber bei 900 Millionen. Ja, das ist halt einfach auch. Ja, und die Boarding School war sicher scheiße und du wurdest geschlagen und so weiter. Aber ja, es ist auch. Also irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert. Ich habe mit meinem Lütten habe ich geguckt, The Princess Bride, die Braut des Prinzen zum 100. Mal. Und er ist, ich liebe den ja. Ist der
Ja, wie viele Jahre ist denn freigegeben? Ich glaube, ab 6. Aber ich kenne den ja auch in- und auswendig, deshalb wusste ich auch, es gab nur eine Szene, die war so ein bisschen gruselig, da hat er sich auch unter der Decke versteckt. Wenn mit dann der Ratte? Mit der Ratte das. Ja. Aber da habe ich auch gedacht, da muss er jetzt mal durch. Ein Kind hat auch mal Schiss vor einem Film. Meine Frau hat direkt geschimpft, das ist doch viel zu gruselig. Ich habe gesagt, ja, und hat er mal Schiss jetzt 2 Tage? Ja, oder? Wenn es nur 2 Tage sind, ist ja okay. Ja, der wird jetzt nicht irgendwie ein Trauma kriegen, Ratten. So den ganzen Tag, das ist eine Ratte. Nein, das ist keine Ratte, das ist eine Katze, man regt dich ab. Also wird's ja nicht, sondern das ist ja einfach, hast halt mal 2 Tage Schiss, weil du ein paar fletschende Zähne gesehen hast, dann ist auch gut. Wir hatten noch alle Schiss vor irgendwas als Kind, das gehört dazu. E.T. hat mich wochenlang im Traum beschäftigt. Ja, die dicken Typen da aus Fraggle Rock, aus den Fraggles, die, wie heißen die? Wenn die Fraggles da raus aus ihrem Loch kommen und dann sind da diese großen Samson-ähnlichen. Ich weiß. Die schlimmsten. Die fand ich jetzt nicht so schlimm. Die waren echt, die dann so, kann ich heute noch nicht an. Das war doch Samson mit der dicken Nase. Ja, aber die hatten so psychopathisch, die waren so psychopathisch drauf und die wollten ja auch immer fangen und so. Ja, genau. Ja, vor allem der Junge. Die beiden Älteren hatten ja keinen Bock drauf. Also, Princess Bride kann man meiner Meinung nach machen mit einem 7-, 8-Jährigen. Ist halt ein Märchen. Ist halt wirklich eine Schmonzette, aber so soll er halt auch sein. Also, ne, mit wahre Liebe und allem und so. Aber ich fand den, und ich weiß auch, was das Problem ist. Wir haben den damals geguckt und du und Andi, ihr wart noch nicht so mega überzeugt. Wir haben den, glaube ich, auf Englisch geguckt, kann es sein? Das ist so ein klassischer Film wie viele aus den 80ern, den musst du auf Deutsch gucken. Die deutsche Synchronisation ist besser, also wirkt besser als das Original irgendwie, habe ich so festgestellt. Ich bin Indigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt werde ich dich töten. Egal. Und dann habe ich einen Film gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, der hat mich tief beeindruckt. Portrait of a Lady on Fire. Yes. Und das ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Oh, ey, bitte. Ich glaube, du warst in der Ausgabe da, als ich über diesen Film geschwärmt habe und hast mich sowas von skeptisch angeguckt. Oh, ich glaube schon. Nein. Doch. Nee, ey, liebe Leute. Das ist jetzt einfach eine Behauptung, die möchte ich erstmal belegen. Ja, genau. Wir wollen sie belegen. Wenn euch noch, wir werden es raussuchen. Aber ich weiß, ich habe über diesen Spuckefaden geredet, falls du dich erinnern kannst. Es gibt einen Kuss zwischen den beiden und dann sieht man noch so einen wirklich sehr dünnen Spuckefaden. Und ich fand diesen Spuckefaden sehr faszinierend, dass die Zeit und halt die Perspektive und was weiß ich, alles aufgewendet worden ist, um diesen Spuckfaden zu zeigen. Wie oft sie diesen Kuss gemacht haben. Und ich kann mich an die skeptischen Blicke hier. Vielleicht hast du es auch schlecht erzählt. Kann ja auch sein. Möchte ich nicht ausschließen. Im Zweifel. Wie auch immer, ich bin mir nicht zu schade, dann auch zuzugeben, dass ich mich geirrt habe. Ich habe diesen Film gesehen und ich muss sagen, es ist wirklich ein guter, also wirklich fantastisch. Ja. Ist natürlich ein Film, so wie auch zum Beispiel Phantom, der hat mich ein bisschen an Phantom Thread hier erinnert. Wie heißt denn der auf Deutsch nochmal? Seidenfaden. Ja, genau. So von der Art, jetzt so ganz ruhig teilweise und so. Aber dafür ist diese Beziehung noch nicht so giftig, oder? Nee, ich sag ja nicht, dass der inhaltlich gleich ist, aber einfach so von der Erzählweise so ganz ruhig und es geht sehr viel um Zwischenmenschliches und es hat jetzt nicht irgendeine. Es hat jetzt kein großes Action-Set-Piece oder. Nee, das stimmt schon, aber bei Seidenfaden fand ich wesentlich bedrückende Stimmung. Ja. Also da hast du halt diese Angespanntheit, du weißt, so diesen Kampf gegeneinander, wo du bei Porträt einer jungen Dame in Flammen bist. Sehr halt positiver bei genauso dieses. Ja, das Schöne an der Liebe ist, gegen das Schlechte ist. Aber trotzdem hat er mich an den halt so ein bisschen erinnert, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand den mag, dass er den auch mag, auch wenn er anders ist. Ich fand den auf jeden Fall überragend gespielt. Jedes Bild war wirklich selber wie ein Painting. Also ich weiß gar nicht, wie die das hingekriegt haben, ohne dass es auffällig ein Filter war oder so. Aber das war von der Komposition, von der Lichtgebung und so. Hättest du wirklich pausieren können, ausdrucken können, an die Wand hängen können. Allein der Moment, wenn sie wirklich an diesem Feuer vorbeigeht, ihr Kleid Flammen fängt und sie bleibt dann so kurz dann stehen und die Kamera hält, also fängt dieses Bild ein. Und dieses Zwischenmenschliche ist so. Der Film ist toll. Ich auch. Geil. Und es ist so subtil irgendwie gemacht, so glaubwürdig. Ich kann es gar nicht erklären. Der hat mich wirklich verzaubert. Der hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Und natürlich objektiv kannst du erstmal sagen, so, ach, ne, aber der Film hat irgendwie eine Magie versprüht, die mich total in seinen Bann gezogen hat. Und ich fand den auch null langweilig. Dafür, dass eigentlich wenig passiert. Und du eigentlich auch relativ. Also, es gibt keinen krassen. In dem Sinne keinen krassen Twist oder so, sondern du weißt eigentlich ziemlich genau, what you see is what you get. Und einfach eine tolle Beschreibung einer Liebesgeschichte.
Geschichte, die nicht sein kann, wobei es gibt ein bisschen einen Twist am Ende, das mit dem Orchester und so. Ich habe mir das dann auch nochmal alles durchgelesen und so. Das ist ja auch das, was sie dann auf dem Klavier spielt. Und das ist dann dieser Flashback. Und dann habe ich tatsächlich nochmal über, das waren, glaube ich, Vivaldi, die vier Jahreszeiten. Mhm. Und dann habe ich, das hat dafür gesorgt, dass ich mich plötzlich interessiert habe für die vier Jahreszeiten. Habe ich das nachgelesen und wofür steht das und was bedeutet das und so. All also, das ist natürlich auch viel Symbolik in dem ganzen Film drin. Und sowas mag ich, wenn du dann immer noch nach dem Film, vorausgesetzt, der gefällt dir, nochmal so ein bisschen nachlesen kannst, ein bisschen was mitnimmst und nochmal eine neue Perspektive kriegst. Also, den kann ich wirklich empfehlen. Der hat zu Recht auch das ganze Lob gekriegt und die guten Bewertungen. Weißt du, wer. Hast du die Mutter vor Augen? Ja. Weißt du, wer das ist? Nee. Ramada! Aus Hot Shots. Das Love Interest von Charlie Sheen. Von Topper Harley. Ach, die mit der verrutschten Warze? Ja, genau. Nee, das ist ja die aus Hot Shots 2. Aber da kommt ja trotzdem Ramada nochmal vor. Ich hab ihren Namen jetzt wieder vergessen. Fuck. Oh ja. Ja, gut, das hätte ich nicht erkannt. Ja, ich hab's auch nur anhand ihres Mundes irgendwann gemerkt. So, im Moment kenne ich doch. Und dann habe ich schnell geguckt. Und dann habe ich gesehen, ah, was, das ist sie. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Fuck. Egal. Ja. Spoiler, kurzer Spoiler. Bitte. Ganz kurzer Spoiler. Zack. Du hast ihn ja gesehen, ne? Ja. Ja. Du hast ihn jetzt auch gesehen. Ich hatte in dem Podcast von unserem Kollegen Christian Eichler, da hatte ich mit Wolfgang und Lukas über, glaube ich, den Film gesprochen, über Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und Lukas hatte eine sehr interessante These. Er meinte nämlich, das Ende ist tatsächlich ein Verrat an der Figur von Adele Haenel, also an der Frau, die am Ende weint. Ja? Die am Ende weint. Mhm. Er meinte, das wäre halt so ein Verrat, weil die beiden Frauen eigentlich die ganze Zeit über relativ stark gezeigt werden. Also keine ist irgendwie kräftiger, stärker, dominierender als die andere. Also die sind beide immer auf einem sehr gleichwertigen Niveau. Mhm. Und am Ende, dadurch, dass man halt sieht, wie sie weint, vermutlich aufgrund eben der Erinnerungen an das Stück und so weiter und so fort, wird ihr so eine gewisse Schwäche, also von ihr so eine gewisse Schwäche gezeigt oder ein Moment der Verletzlichkeit, den es vorher nie gegeben hat zwischen diesen beiden Frauen. Das habe ich so aber gar nicht interpretiert. Nee, ich fand den Punkt nur interessant. Ich sehe es auch nicht wirklich aber so. Aber das unterstellt ja, dass es eine Schwäche ist, eine Emotion zu zeigen. Nein, nicht unbedingt Schwäche, aber sagen wir mal Verletzlichkeit, die man halt den beiden Frauen bislang nicht so zugestanden hat, so. Also zumindest hätte man vielleicht, also er sagte halt, man hätte vielleicht auch die andere zeigen können, wie sie dann ebenfalls tränen irgendwie oder zumindest. Aber sie lacht, sie lacht ja auch, während sie heult. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil es gibt diese eine Szene, wo sie auch sie malt und sagt, man kann nicht erkennen, ob du lachst oder nicht und man sieht nie, ob du wirklich lachst und wie du wirklich empfindest. Und da ist dann eben der Reveal, ist ja der Moment, wo sie weint und so ein bisschen lacht, weil sie sich erinnert und es ist das erste Mal, wo sie eine, gerade, das ist ja eigentlich der Twist der Szene ist ja eigentlich, dass sie in dem Moment einmal sich gehen lässt, weil sie sich unbeobachtet fühlt und ihre echte Emotion, nämlich ihre wahre Liebe, ausdrückt. Wenn sie halt an die Malerin denken muss, dann kommen die Emotionen raus, die sie sonst für sich behält. Sie bleibt weiterhin stark. Und dann nochmal den Blick zu wenden, fände ich aber auch falsch, weil du hast den ganzen Film, ist der Blick der Malerin auf sie. Und dann musst du am Ende, dass sie da den Blick auf sie halten und diese komplett lange Einstellung einfach nur auf sie haben, da jetzt nochmal umzuschneiden, das wäre auch falsch gewesen, finde ich. Wie gesagt, ich fand es nur einen interessanten Ansatz, ob das wirklich so empfunden werden kann oder wie halt das andere Leute sehen. Ich habe es auch nicht so empfunden. Ich hatte eine ganz andere. Das ist übrigens eine wahnsinnig gute Szene. Also dieser Zoom, dieses Bild, dann langsam auf sie, auch dieses, also die Emotionen, die ihr durch den Kopf gehen, dazu im Hintergrund dieses Vivaldi-Stück, ist eine wahnsinnig gute Szene und ein wahnsinnig gutes Ende. Adele Haenel, die spielt auch in Deerskin von Quentin Dupieux, die zweite Hauptrolle neben Jean Dujardin. Und da spielt sie was ganz anderes. Also den musst du dir angucken, ey, der ist auch nicht. Also den kannst du dir wirklich, der ist zugänglicher als Deerskin. Deerskin, ja. So. D-E-E. Genau. Ja, Tierhaut, Wildhaut. Mhm. Ja, wir machen einmal kurz Werbung und ich melde mich gleich zurück, denn ich habe auch noch mal einen kleinen Doku-Tipp dank Tino Hahn. Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. So,
So, hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias, mit Etienne und mit mir. Und ja, das, was ich zuletzt gesehen habe, Freunde, das habe ich gesehen aufgrund der Review von Tino Hahn. Und ich danke und hasse Tino Hahn wieder mal dafür, dass er so einen Film rausgegraben hat. Es ist eine Kurzdoku, sie ist auf YouTube erhältlich und sie heißt In the Absence. Und handelt von einem Passagierfährunglück aus dem Jahre 2014 vor der Küste Südkoreas. Die Fähre hieß Sewol und die ist irgendwie von Incheon ausgestartet und die ist halt zur Seite gekippt aus bestimmten Gründen, ja. Und an Bord waren knapp, ich glaube, 400 Leute. Und es wird halt mit den Bildern, die halt von damals irgendwie gerettet werden konnten. Wann war das? 2014. Ah. Wird halt rekonstruiert, was passiert ist. Und Leute, das hat mir die Schuhe ausgezogen, ey. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Da sind irgendwie 200, weiß ich nicht, 300 Studenten oder Schüler an Bord gewesen, die halt zu einer Insel wollten und so. Und es wird halt rekonstruiert, wann das Unglück passiert ist. Um 8.49 Uhr, wann der Kapitän das Schiff verlassen hat, wann die Behörden wirklich richtig drauf reagiert haben. Ja? Also als das Ding, also nur so viel, als das Ding halt mit dem Kiel schon komplett nach oben und auch nur noch vielleicht ein paar Meter aus dem Wasser geragt hat, waren die der Meinung, ja, hier versucht so viele zu retten, wie es geht und versammelt die oben alle auf und die sollen sich alle an Deck begeben und keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt waren aber wahrscheinlich schon 291 Menschen unter Wasser. Und alle tot. Also der ist, es ist erschütternd, was da für eine Unfähigkeit oder Hilflosigkeit oder dann auch, keine Ahnung, Tatenlosigkeit. Ja, menschliches Versagen. Eigentlich. Wirklich komplett menschliches Versagen. Da ist ein privater Taucher, der erzählt, dass er von April bis Juli nach dem Unglück getaucht ist. Und er allein hat 25 bis 30 tote Körper irgendwie nach oben geholt, weil die Regierung keine Taucher hatte, die dafür ausgebildet waren, in so einer Tiefe Menschen zu bergen oder sich halt überhaupt da unten zu orientieren oder irgendwie generell irgendwas vorzunehmen. Aber sowas, da kann ich mich... Wirklich, In the Absence, heavy. Wie gesagt, auf YouTube, krasses Ding. Übrigens, dieses Paris Hilton-Ding ist auch auf YouTube. Komplett. Also das ist krass. Ist sogar von ihrem Account irgendwie hochgeladen, ja, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber es ist ein YouTube-Original. Also kann man sich einfach so kostenlos einfach reinziehen. Gibt übrigens viele Filme, ich weiß nicht, ob das legal ist oder nicht, deshalb sage ich auch nicht welche, aber es gibt erstaunlich oft, wenn ich mal einen Film eingebe auf YouTube, weil ich vielleicht nur einen Ausschnitt oder sowas suche, ist der ganze Film einfach da und nicht Netzfilme. Es gibt solche und solche. Manche sind natürlich auch illegal da oben, ja. Und solange es keiner macht. Es gibt aber auch Filme, wo einfach die Rechte ausgelaufen sind, so, deswegen kann keiner was machen. Darf ich das sagen? Karate-Tiger? No Retreat, No Surrender. Aber wenn da jetzt keine Rechte also existieren, ich meine, sonst würde noch einer claimen oder runterklagen oder sowas. Wir kriegen ja so einen Trailer vom neuen Film zeigen schon einen, ja, Ärger. Ja. Ich meine aber auch der Night of the Living Dead. Ja, aber der ist ja mittlerweile, der ist ja Common Sense oder wie das heißt. Ne? Also der hat ja, der so, ist ja, ja, allgemein zugänglich. Und ich könnte mich irren, aber Oldboy, war das nicht auch mal so eine Nummer, dass der auf YouTube war, der alte? Aber gefährliches Halbwissen. Ja, nee, aber eher sowas wie King Kong und so, ja, Sachen, die, ja, die jetzt halt, genau, echt alt kommen. Sind und da halt keine Rechteansprüche mehr entstehen können oder existieren. Also Oldboy kannst du kaufen auf YouTube. Okay. Aber nicht komplett. Mit dem Hammer? Gucken. Die Edition ist geil. So, kommen wir mal zu was Lustigem. Kommen wir zu Billig oder Willig. So, wir haben zwei Plakate geschickt bekommen, wo wir gedacht haben, what the fuck? Und, ach, guck mal, interessant. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem What the fuck? Und das ist der neue Film von Michael Bulli Herbig, beziehungsweise in dem er die Hauptrolle spielt. Der, wow, Film ist von Josef Wilsmeyer. Wie heißt der? Der Bone? Borndl Kramer und die ewige Liebe. Der Borndl Kramer ist wohl der Tod. Und der Tod verliebt sich in diese junge Dame, Hannah Herzsprung, und bittet deswegen den Teufel, das ist der Mann im Hintergrund in den Wolken, dargestellt von Harpe Kerkeling, den ich erstmal nicht erkannt habe, nur anhand des Bildes, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Der spielt halt den Teufel und die schließen halt einen Pakt, damit der Borndl Kramer sich halt in diese Frau verlieben darf. Das ist wie Robert De Niro, der Borndl Kramer. Der in der, ja, Mitte mit dem Hut, ja? Ein bisschen. Uli. Ich finde aber, Harpe Kerkeling geht so ein bisschen Anthony Hopkins. Was? Anthony Hopkins? Nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, Blick, die Augenpartie und so.
Ich würde eher sagen, James Stewart in ein bisschen breiter. Aber da fällt einmal auf, wie selten man halt nur noch Habe Kerkeling sieht, ne? Deshalb ist das dann die Veränderung immer auch auf jeden Fall stärker. Und Bully Herbig sieht man auch nicht so oft. Mhm. Also Wer ist Josef Wisselmeier? Wilsmeier? Der hat unter anderem Comedian Harmonist zum Beispiel gemacht. Ja, also ist schon ein relativ renommierter deutscher Regisseur. Und das ist aber schon eine Comedy, ne? Sieht man. Das wird, glaube ich, eher eine Comedy. Also es gab schon mal hier die Geschichte des Brandner Kasper. Vor einigen Jahren gab es einen Film. Da gab es diese Bondel-Kramer-Figur auch schon. Ich glaube, die wurde da auch schon von Michael Bulli Herbig gespielt. Ja. Aber das Plakat, jetzt mal ehrlich. Ja, furchtbar. Also, dieses Bild von Habe Kerkeling, hätte man das nicht irgendwie ein bisschen filigraner und sinniger irgendwie in den Hintergrund da einbauen können? Also, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die das extra so scheiße wollen, weil das sieht ja nun wirklich. Also ich meine, das geht aber geht auch in die Richtung von dem Brandner Kasper, das Poster war, glaube ich, sehr ähnlich. Ja? Ja, ich meine, deswegen, ich dachte zuerst, das wäre der, weil es halt auch so ein Wort war, aber ich glaube, dass es einfach darauf dann aufgebaut hat. Aber ich muss halt sagen, als jemand, der sich gerne Filmplakate anguckt, für mich sieht es aus wie: Ja, warte mal, setz mir noch die zwei daneben dran, dann ist das Bild voll. Ja. Ja, und hier rechts oben muss noch Habe Kerkeling rein. Ja, weil, am besten direkt unter seinem Namen, damit, damit jeder erkennt, dass das auch ist so. Ja, und das ist der Brandner Kasper. Guck mal, mach das mal deine Close da. Jetzt hältst du aus der Close. Stimmt. Kann man nicht so ist ähnlich ähnlich spärlich und greift den Stil auf. Es sieht schon so ein bisschen aus, nur auch da hätte man sich ja schon fragen können, ob das so ein tolles Bild ist. Ja. Sind wir uns alle einig? Billig, ja. Ja. Also gut. Poster auf jeden Fall, Film kann man. Ich weiß nicht, gibt es dazu einen Trailer? Nee, ne? Nee, bisher nicht. Okay, gut. Dann haben wir, weil ich wusste, zu dem anderen gibt es einen Trailer, ne? Vielleicht. Gut. Dann gucken wir uns nochmal das andere Plakat an. Das finde ich schon eine ganze Ecke besser und es ist auch insofern interessant, denn es ist der erste Film von Viggo Mortensen. Oh. Als Regisseur? Als Regisseur, aber er spielt auch mit. Er spielt auch in dem Film die Hauptrolle, beziehungsweise, ja doch, die Hauptrolle. Ey, das ist, ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut. Es gibt ein sehr ähnliches Bild von mir, tatsächlich. Okay. Nicht exakt genauso, ich habe die Story auch schon mal erzählt, als ich damals bei meinem damaligen Freund, einem Grafen, auf dem Hof war. Und wir wollten Enten erschrecken mit dem Luftgewehr. Ich war jung und dumm. Keine Frage. Und ich habe die Ente getroffen. Und dann musste einer hingehen und ihr auch noch das Genick brechen, weil ich sie nicht direkt erschossen hatte. Und die haben total gejubelt, weil die gehen halt jagen. Das sind Grafen. Die gehen in den Wald jagen, jagen ihr eigenes Essen, ihr eigenes Fleisch. Und die haben halt gesagt, ja, ist nicht so geil. In der Nähe von Frankfurt? Oder was? Naja, ich will jetzt nicht genau sagen, wo, weil dann weiß man ja, wer es ist, aber in Hessen. Kontakt in Hessen, nee. Und jedenfalls war ich da auf diesem Anwesen von denen und dann haben die ein Foto von mir gemacht mit der Ente, haben dann so einen Zweig noch in den Mund gelegt und ich war völlig geschockt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Tier getötet habe, quasi. Und ich war fix und fertig und die haben das quasi, die haben ein Foto mit mir gemacht mit dem Gewehr. Ich sah genau so aus wie der Junge, so, okay, dann halte ich, dann mache ich das jetzt. Ja. Hier werden Traumata aufgearbeitet. I'm sorry! Ja, so sah ich aus und traumatische Geschichte tatsächlich. Und dann weiß ich noch. Sah die Ente auch so aus? Also hing das auch so? Nee, die wurde hingelegt. Vor mich drapiert mit so einem Zweig haben sie ihr noch in den Mund. Ich weiß nicht, was das für ein Brauch war. Und ich dann mit dem. Das Foto habe ich irgendwo noch. Kann ich gerne mal zeigen. Irgendwo. Oder meine Mutter, das, keine Ahnung. Es gibt es auf jeden Fall. Und das erinnert mich so krass daran. Und die Ente wurde dann noch in die Küche gebracht. Na gut, immerhin. Ja, aber ich war kreidebleich und es war echt. Es hat mir mega leid getan. Wie alt muss ich da gewesen sein? 11? 10, 11? Krass. Krass. Ich hoffe, du hast irgendwann mal eine Ente irgendwo gestiftet als Karma-Ausgleich oder irgendwie. Ententeich aufgebaut oder so. Nein. Ja, aber das Poster sieht echt gut aus. Also. Ja, ne? Ja. Geht hier um einen jungen Mann, nee, um einen etwas älteren Mann, der jetzt die Obhut seines Vaters übernehmen muss. Sein Vater war so eine richtige altruistische Vaterfigur in Amerika. Ne? Sohn muss jagen gehen und keine Ahnung und hat da so ganz krasse Vorstellungen. Sein Sohn, Viggo Mortensen, hat sich aber tatsächlich komplett anders entwickelt. Er ist schwul, lebt seine Beziehung offen aus und das ist für den Vater natürlich schon immer ein Dorn gewesen. Und jetzt, wie gesagt,
ist der Vater wohl an Demenz erkrankt und oder leider an Demenz. Und Viggo Mortensen muss sich um ihn kümmern. Und kriegt halt so den ganzen ungefilterten Hass von damals und die ganzen Vorurteile und was weiß ich, kriegt er jetzt plötzlich ab und merkt halt aber auch, dass er verantwortlich ist oder den Mann in seiner, ja, Obhut oder eben Gewalt hat, der ihm halt für all das Schlechte in seinem Leben so ein bisschen verantwortlich ist. So. Aber wer ist denn das Kind dann auf dem Poster? Ich glaube, das Kind ist tatsächlich der junge Viggo Mortensen. Und die Hand auf der Schulter ist der Vater, der ihn mit zum Jagen genommen hat und wahrscheinlich eh nicht. Nur halt, ich weiß nicht, wie sehr du gezwungen wurdest, aber halt ihn dann ja eben zur Jagd zwingt, so gesehen. Nee. Um halt ein, wie es so ist, in diesen amerikanischen Bräuchtümern oder Kulturen, um aus ihm einen Mann zu machen. So. Das ist ja so ein. Ich weiß, es ist schon Amerika, es ist nicht Skandinavien. Ja, ja, ich denke, es ist Amerika, ja. Und, Henriksen, ja. Lance Henriksen klingt auch irgendwie skandinavisch. Sind sicher, dass es nur in Amerika spielt? Könnte auch Kanada sein. Ich weiß es nicht, aber wir können ja mal. Haben wir den Trailer? Wir können uns den Trailer mal angucken. Aber das Plakat finde ich cool. Ja. Das Plakat sagt sau viel aus. Ja. Das Plakat und ist auch, finde ich, von den Farben her cool abgestimmt. So. Gutes, also, gutes ich würde es mir nicht in die Küche hängen, aber. Nee, aber das ist endlich mal wieder ein Poster, wo du so ein bisschen, du kriegst so das bist, Thema ne? mit, du weißt aber nicht genau, was passiert. Es geht nicht nur darum, dass die Schauspieler dargestellt werden. So, das ist einfach, aber schlechte Wertung. Das Setting wird dargestellt. Super. Kriegst schlechte Wertung schon? 59 Meterscore, 6,6 IMDb. Schade, aber ist ja immer noch kein Grund, sich jetzt davon abschrecken zu lassen, sich den Film anzugucken. Ja, das also, stimmt. Ah, da haben wir den Trailer. Also Spiel in Los Angeles übrigens. Naja. Ah, dann so mit Flashback-Szenen. Oh. Ja, ich denke, das sind Flashback-Szenen, ja. Ah, Bishop, okay, doch. Krass, er spielt seinen Vater. Haben wir Ton? Ah. You asked me to come get you. Remember? You said you couldn't handle the farm anymore. The long winters, living all alone there. I would never say that. You did, Dad. Ist das. Okay. Was denn? Nee, was du gelesen hast, war das der Audience Score oder war das jetzt. Nur Metacritic? Fuck this. I want to tell you something. When a guy my age thinks he has to pee, he already did. Dad. What? Wie ist denn? Bei den Bildern fällt mir so ein Film ein, irgendwas auch Glühwürmchen? Irgendwas mit Glühwürmchen im Titel, mit Elijah Wood. Nee. Nee, das ist alles ist erleuchtet, den meine ich nicht. Ich meine, Totes Glühwürmchen oder so, war das nicht mit, Ryan Gosling, glaube ich, Autor, der auch ein Buch über seine Familie schreibt und dann gibt es ein großes Familienfest und dann zerstreiten die sich, wo der Vater dann das Buch liest. Es war auch mehr so ein B-Movie. Irgendwas mit Glühwürmchen im Hof oder. Ryan Gosling müsste ich doch. Nein, ich glaube, es war Ryan Gosling. Alles erklärt er so aus wie ich. Es war nicht Mark Forster, aber. Irgendwo dazwischen. Laura Linney. Sehe ich auch immer wieder gerne. Okay. I'm sorry, I brought you into this world. You could die. Ja. So kann man sich mal. Eicht man seine Kinder mit. Ja. Sind ja immer zwei Tage traurig. Haben ja immer zwei Tage Schiss. Ja. Ja. Aber ich sag ja auch, ich gehe damit, dass man hier und da schon mal auch austesten sollte, ne? Was verträgt er, was verträgt er nicht? Wie gesagt, man muss sich da ja mal langsam rantasten und ja, so. Man muss dir nicht gleich Martyrs zeigen oder so. Zum Beispiel. aber mal eine gruselige Ratte, wenn der Film overall lauter positive und lustige Szenen hat und positiv ist. Ich glaube, ich kann das schon ganz. Wir haben auch den Wolf in die unendliche Geschichte überlebt. Ja. Zum und es gehört ja, aber der Film, du sollst ja auch Angst haben vor dem Wolf. Ja, eben. Das soll ja diese Emotionen auch erwecken. Und insofern. Das ist ja auch wichtig zu lernen, mit dieser Emotion umzugehen. Eben, eben. So, wir gehen jetzt auch mit ein paar Emotionen um, nämlich mit den Filmstarts der Woche.
schönes Ding wieder mal. Mhm. Schönes Ding. Ich gehe aus von Annabelle. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Ja. Ein Film, der es nicht in den Supercut geschafft hat. Dafür habe ich irgendwie ein bisschen zu spät von ihm mitbekommen. Oder dafür wurde ich ein bisschen zu spät über diesen Film informiert. Der heißt Futur 3. Der startet heute. Da wurde ich von dem Verleih angeschrieben, ob wir noch irgendwie kurz den Film erwähnen könnten. Deswegen bin ich so nett und sehe das selbstverständlich an, den Film noch mal kurz zu erwähnen. Es geht hier um einen jungen Iraner, der in Deutschland aufgewachsen ist und sich vor allem für Partyleben, Nightlife und sonst irgendwas interessiert und auch ein bisschen hier und da schon Scheiße gebaut hat. Und deswegen wird er jetzt zu Sozialstunden verdonnert. Und die muss er als Übersetzer in einem Flüchtlingsheim ableisten. Und dort lernt er ein iranisches Bruderpaar kennen und daraus entwickelt sich so eine gewisse Beziehung und Freundschaft und keine Ahnung. Und Film soll doch relativ ungeschönt und ungeschminkt und ja. Okay. Genau, ungezügelt inszeniert sein. Also geht genau dahin, wo es sein muss. Und dabei aber auch eine zärtliche Geschichte erzählen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe jetzt einen Link bekommen. Ich werde mir anschauen und werde demnächst noch mal berichten. Aber kann ja sein, dass für den einen oder anderen das ein interessantes Thema ist. Futur 3 startet heute im Kino. So. Dann startet heute ebenfalls im Kino ein Film, den habe ich auch nicht gesehen, aber da kann ich mir denken, dass der vielleicht für den einen oder anderen vom Casting her ganz interessant ist. Blackbird, eine Familiengeschichte. Da geht es um Lily und Paul, gespielt von Susan Sarandon und Sam Neill. Und die wollen ihre Familie ins Wochenendhaus einladen, um mal wieder so ein richtig schön großes Familienfest zu feiern. Und deswegen kommen die Tochter, Kate Winslet. Rainn Wilson. Ja, genau. Und Mia Wasikowska. Genau, Wasikowska. Die kommen halt zusammen mit Amhang und die beste Freundin der Mutter, also von Susan Sarandon, kommt auch noch. Und dann ist es wie immer bei solchen großen Familienzusammenkünften. Irgendeiner lässt eine Bombe platzen, beziehungsweise irgendeiner sagt irgendwie die falsche Sache oder erinnert an den falschen Moment. Und plötzlich ist die Kacke richtig am Dampfen und alle, ja, bringen noch mal so die gegenseitigen Verfehlungen und Fehler und keine Ahnung, schlimmen Dinge hoch, die sie halt irgendwann in der Vergangenheit erlebt oder eben getan haben. So ein typisches so ein Kammerspiel, Gottesgemetzelsmäßig. Ja, so ein typisches Familienensemble. Ja, ja, Kammerspiel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wenn die da draußen durch die Gegend rennen, aber sowas in der Art. Ich meine, kennt man doch, hat man schon ein paar Mal gesehen. Ja. Sieht aber ich sehe halt gern Sam Neill, ich muss es einfach sagen. Ich gucke mir den gern an und ich finde den toll als Schauspieler. Und ich sehe gern Susan Sarandon tatsächlich. Und Susan Sarandon finde ich auch eine großartige Schauspielerin. Dementsprechend ist das tatsächlich ein Film, der mich mal interessiert. Aber jetzt nicht unbedingt im Kino, sondern den würde ich mir halt irgendwann mal wahrscheinlich sonntags abends auf der Couch geben. Ja, ja. Der muss nicht unbedingt ins Kino, denke ich auch. Aber ja, sieht eine gute Schauspieler-Kombi. So vom Trailer, von den Bildern her und so weiter. Das sieht schon echt, sieht noch was Gutem aus. Ich glaube ja auch. Das ist so ein schöner Sonntagsabends, kann man mal Familienfilm. Und wenn die sich so gegenseitig verfleischen, hier, was war das hier noch? August in Osage County mit Meryl Streep zum Beispiel und hier Benedict Cumberbatch und wer da alles noch mit dabei war. Sowas, auf sowas habe ich ja auch immer Bock drauf. Also, wenn es da schon mal hier und da ein bisschen böse wird, ich glaube nicht, dass der so abgrundtief ist, aber ja, die Darsteller machen es, glaube ich, echt weit. So, dann startet ein Animationsfilm, Teil 2. Ups 2, Land in Sicht. Kennt ihr Ups, die Arche ist weg? Habt ihr davon mal mitbekommen? Ja, wir hatten die Möglichkeit, mit unseren Kindern diesen Film anzuschauen. Und ich muss dazu sagen, ich habe Ups, die Arche ist weg, also den ersten Teil habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, worum es geht. Und ich wusste nicht, worum es geht. Aber anhand des zweiten Teils konnte man sich das eigentlich relativ easy erschließen. Hier ist es einfach die Geschichte der Arche Noah, nur ohne Menschen. Die Tiere, okay. Die Tiere sind halt auf der Arche Noah und treiben da halt eben durch die Sintflut. Und anstatt Menschen gibt es jetzt zwei neue Tierrassen. So eine Art Amphibienwesen namens Nestrier, also die Nestrier, so eine Amphibienrasse. Und die Grümpf, oder ja doch, Grümpf heißen die, glaube ich. Das sind so eine Art ja, Raubtiermischwesen, keine Ahnung. Und die sind jetzt halt zu Beginn von Teil 2 sind jetzt schon länger auf der Arche, die Vorräte werden knapp. Und dann will es halt natürlich irgendwie das ein oder andere dumme Missgeschick, dass auch die restlichen Vorräte über Bord gehen und gleichzeitig auch noch die Kinder von Nestria Papa und Gümpf Mama. Gümpf. Ja. Komisch. Und jetzt gehen die halt, die Eltern gehen auf die Suche und während dann parallel dazu gezeigt wird, was den Kindern halt passiert, so. Ziehst du dir rein, Kinder hatten Spaß, ja, fanden es 3 oder 4 Mal gruselig.
Aber das ist vertretbar, denn dafür gibt es ein Nilpferd, das ständig irgendwo reinplatzt und sagt, habe ich was verpasst? Und dann ist der Lacher schon wieder auf ihrer Seite und dementsprechend ist alles nie zu problematisch oder zu lang ausgewalzt. Das muss ich auch sagen, mir ist das dann aufgefallen, wenn die irgendwie vor einem Problem stehen oder wenn es irgendwie eine Gefahrensituation gibt oder sonst irgendwas, dann wurde das echt relativ schnell abgehandelt. Also es war einfach echt immer richtig schnell durch, sodass, glaube ich, kein Kind richtig überfordert wird. Also es ist keine Ratte wie bei Princess Bride, so, die da irgendwie am Start ist und ja, Probleme machen könnte. Aber ja, bunt, ausgelassen, sieht auch für eine europäische Produktion einigermaßen vernünftig aus. Ich habe aber trotzdem kurz nach Sichtung des Films so gut wie alles vergessen. Ja, okay. Ja, also es ist halt einfach nicht unbedingt für mich. Ja, mir kommen direkt Bilder rauf von In der Arche ist der Wurm drin. Das war so ein Animationsfilm, den ich als Kind gesehen habe, wo es um Holzwürmer geht, die in der Arche sind. Aber ich kann mich auch an nichts mehr weiter erinnern. Aber ich weiß nur, dass ich kann mich an das Cover erinnern und dass wir die Videokassette. Ich glaube, ich kenne das Cover auch, aber gesehen habe ich ihn nie. Das ist, ich meine, den fand ich toll damals, aber ich, also. Ja, Arche Noah, ne? Ja. Warum auch immer das so faszinierend ist, dass alle Tiere auf diesem Schiff rumhängen. Wirklich alle? Das ist die Frage. Aber hier sind sogar zwei mehr als alle. Ja. Weil diese Wesen hat man ja vorher noch nie gesehen. Ich glaube die Story nicht, ganz ehrlich. Meinst du? Nee. Für mich ist es eine ausgedachte Geschichte, aber ich will ja auch niemandem auf die Füße treten. Aber von Dodos hat auch immer keiner was richtig gehört oder gesehen, oder? Ja. So, und dann würde ich gerne noch schnell einen Film abhandeln. Den haben wir tatsächlich schon ein paar Mal hier besprochen. Unter anderem bei unserem Genre-Gulasch-Festival-Spezial im Dezember letzten Jahres. Am 2. Dezember letzten Jahres haben wir, glaube ich, darüber geredet. Er heißt Pelikanblut. Er handelt von einer Pferdehofbesitzerin, die unter anderem Polizeipferde trainiert und bereits als alleinerziehende Frau ein Mädchen adoptiert hat und jetzt kurz davor steht, ein weiteres junges Mädchen adoptiert, ja, ein jüngeres Mädchen adoptiert hat. Und dieses Mädchen, Raya, erweist sich halt als sehr, sehr problematisch, denn wie ein Psychiater feststellt, besitzt sie, ja, keinerlei Empathie oder Liebe oder Gefühle. Also sie kennt das halt alles nicht, weil sie hat wohl ein tragisches Schicksal mit sich in jungen Jahren erleben müssen. Und das hat sich jetzt halt insofern manifestiert, dass dieses Kind frei von Empathie ist und halt dann eben auch zur Gefahr für die Umwelt wirkt. Und die Mutter, hier dargestellt von Nina Hoss, versucht jetzt halt wirklich alles, um dieses Kind zurück ins Leben zu führen. Und daraus entsteht ein Film, den kann man ganz einfach als Mischung aus Babadook und Systemsprenger irgendwie abhandeln. Aber Good Times. Das wird dem Film meiner Ansicht nach auch nur so halb gerecht, weil wir haben mit der Regisseurin ein Interview geführt und das Problem ist, die Filme sind halt parallel entstanden. So. Also es ist halt einfach das Pech, was du halt haben kannst. So. Aber von meiner Seite aus gibt es eine Empfehlung. Ich fand die Bilder cool, die Darsteller sind cool und die Geschichte, finde ich, wird genau richtig miteinander vermischt und verwoben und spielt halt alles ja vernünftig aus, meiner Ansicht nach. Das ergibt natürlich die eine oder andere Länge, aber trotzdem war ich gefesselt. Auch beim dritten Mal. Meine Frau hat den letztens noch geguckt und da habe ich noch mal mitgeguckt, so deswegen. Und ich finde den auch beim dritten Mal echt gut. Ich hatte nur den Trailer im Kino gesehen, dachte auch so, ah, der sieht super nach Feel-Good-Movie aus. Aber habe ich schon Lust drauf, mir den anzugucken. Aber ich habe auch Systemsprenger noch nicht gesehen. Und beide schiebe ich so ein bisschen vor mir her. So dieses, ja, muss in der richtigen Stimmung sein. Da musst du doch schon Laune für haben, so, ja. Aber ja, wir hatten das Glück, die Dame, also die Regisseurin Katrin Gebbe, die hat noch einen anderen Film vorher gemacht, Tore tanzt. Auch. Wenn man mal auf, also es ist halt wieder so ein Seelenfresser, ne? Aber auch empfehlenswert, meiner Ansicht nach. Der ist noch härter, meiner Ansicht nach. Die habe ich halt in Sitges getroffen, als ich auf dem Festival letztes Jahr war. Und da haben wir uns halt ein bisschen unterhalten und haben Adressen ausgetauscht. Und wir hatten das Glück, sie noch vor Corona für einen Auf einen Drink zu treffen. Und davon gibt's jetzt einen kleinen Ausschnitt. Was war schwieriger, mit Kindern oder mit Pferden zu drehen? Also in meinem Fall würde ich fast sogar schon sagen, die Pferde. Ja. Aber beide machen nicht immer das, was man will. Und bei beiden muss man auch, also auch tatsächlich jedes Pferdeindividuum und jedes Kind ist unterschiedlich, auch jeder Schauspieler. Also manchmal kann man auch mit Schauspielern, die erwachsen sind, an seine Grenzen kommen. Es ist wahnsinnig schwer, mit ganz jungen Kindern zu drehen. Und wir haben in Bulgarien aber ein ganz tolles Kindercasting gemacht und da haben wir ziemlich schnell Kati entdeckt und die hatte wirklich auch Zugang zu dieser Gewalt auch und dieser Emotionalität und konnte aber auch trennen zwischen Realität und Fiktion. Also sie hatte wirklich Spaß dabei, das so zu entdecken. Wir haben Kathi zum Beispiel erzählt,
dass sie die Hauptfigur im Film ist und dass sie Veterinärin wird und am Ende des Films die Sprache der Tiere lernt. Und jede Szene wurde halt dementsprechend anders übersetzt. Und da, sie hat dann zwar Deutschunterricht gehabt, aber eigentlich so bestimmte Sachen, wenn sie sagt, ich will, dass meine Schwester tot ist zum Beispiel, das wusste sie nie, was sie da explizit sagt. Und sie hat dann zum Beispiel eher auf ihrem Recht bestanden, dass ihre Schwester Unrecht hat und sie Recht. Und das ist jetzt doof, dass sie dies und das gekriegt hat. Also sie hatte so völlig eine andere Storyline in meinem Kopf. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt. Am Wochenende wird es ausgestrahlt, ich glaube am Samstag. Und ansonsten ist es dann auch bei uns auf dem Kanal, muss ich sagen, interessantes Gespräch. Und die Frau hat einen echt guten Filmgeschmack. Ich hab mich mit sehr vielen abgründigen Filmen mit ihr einigen können, beziehungsweise waren wir auf einem Level. Und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und nur noch mal zur Info, dieses Gespräch wurde vor Corona aufgezeichnet. Ja, also deswegen, falls die Abstände irritieren, also da gab es den Virus noch nicht hier in Deutschland. So, wir machen eine kurze Werbepause und melden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren Kinostarts. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias, Eddie und mir. Und wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch drei Filme übrig für diese Woche. Deswegen beginne ich mal ganz schnell mit einem Film, den, glaube ich, ihr beide nicht gesehen habt. Persisch Stunden. Könnte für dich interessant sein. Ist ein KZ-Drama basierend auf einem... Ja, come on. Also, du bist ja schon interessiert an dem. Ich weiß, was du meinst, aber... Ja. Es klingt doof, aber Entschuldigung, wenn es jetzt falsch rüberkam, aber das wollte ich nicht. Auf jeden Fall basiert dieser Film auf einem Roman namens Erfindung einer Sprache und handelt von einem jungen französischen Juden, der von einem Todeskommando abgeholt wird und zusammen mit anderen Juden im Wald erschossen werden soll, weil er aber vorher ein Brot gegen ein persisches Buch getauscht hat. Erfindet er die Lüge, dass er Perser ist. Und durch Zufall kriegen das zwei der Soldaten mit, die Juden da exekutieren sollen. Und nehmen ihn mit in ein Übergangslager. Denn der dortige Chefkoch oder Koch, der Chef der Küche, der sucht einen Perser, weil er die persische Sprache erlernen möchte. Das Problem ist, Gil kann kein Persisch und muss daraufhin eine Sprache erfinden. Während er halt er heißt sogar Klaus Koch, in der Küche arbeitet. Und ja, bringt er ihm halt nach und nach immer verschiedene Wörter bei und muss die halt erfinden. Und daraus entsteht tatsächlich sowas wie eine Art Freundschaft inmitten des unaussprechlichen Grauens. Und muss ich sagen, fand ich tatsächlich überraschend gut. Ich hätte gedacht, das geht nach hinten los. Gerade so jetzt mit Lars Eidinger, der vielleicht auch mal hier und da ein bisschen überdrehen kann. Aber ich muss sagen, Lars Eidinger ist ein großer Gewinn für diesen Film, weil der spielt diese Figur. Ich musste, und das war echt krass, hier und da musste ich wirklich laut lachen und habe mich gefragt, oh, soll ich das bei einem Film mit dem Thema und mit dem Umfeld und so? Aber ich hatte mit meiner Frau geguckt, wir haben beide wirklich gelacht. So, weil da halt wirklich ganz, ganz absurde und schräge Szenen irgendwie in diesem Film vorkommen. Und dann aber halt auch wieder Szenen, die halt unmissverständlich klar machen, was das eigentlich für ein schlimmer Ort ist, was das für schlimme Menschen sind. Hinzu wird aber auch gezeigt, was das für Idioten sind. Denn die Nazis oder die ganzen Menschen in diesem fiktiven Konzentrationslager, das irgendwo an Buchenwald und noch ein anderes Übergangslager erinnert, die intrigieren halt viel untereinander. Ja, also da werden dann Gerüchte über den Penis von dem einen erzählt und da wird erzählt, wer irgendwie Bock auf den hat und so weiter. Und dann merkt man halt einfach, und dann kriegt der einen Anschiss und rächt sich darauf direkt an einem Lagerinsassen, also an einem Juden irgendwie, und tut dem Gewalt an, um halt eben seinen Frust zu kompensieren. Und so wird halt schon auch gezeigt, ja, diese Banalität des Bösen, die Frau Hannah Arendt ja so beschrieben hat. Also das ist halt einfach auch... Ist ein Deutscher? Ja, nicht ganz. Also der Regisseur ist Vadim Perelman. Und Vadim Perelman hat einen Film gemacht, den kann ich auch wärmstens ans Herz legen, auch wenn es der absolute Anti-Feel-Good-Film ist. Haus aus Sand und Nebel mit Ben Kingsley und Jennifer Connelly. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Guter Film. Wirklich guter Film. Okay. Auch zeigt halt auch... Der Name sagt mir auch was. Zeigt halt auch so ein bisschen auf die... Und das ist halt lustig. Das ist halt auch ein... Da geht's halt um... Jennifer Connelly lebt in einem Haus, das Ben Kingsley gekauft hat und jetzt da einziehen will, aber Jennifer Connelly will da nicht ausziehen, weil... Ja, den haben wir sogar hier besprochen. Den haben wir schon mal besprochen, ja. Mhm. Und es ist wirklich ein fieser Film und da ging es halt auch um die Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren. Und hier ist es halt krass,
eine erfundene Sprache bringt diese beiden Menschen zusammen, ja. Und es ist eine Lüge, die so gesehen halt ihm das Leben noch weiter ermöglicht. Jetzt kann man kritisieren, dass das Drehbuch immer eine Situation findet, die ihn so ein bisschen vor der Enttarnung schützt, ja. Also, dass immer wieder ein Moment kommt, ein glücklicher Zufall kommt, der ihn davor bewahrt, irgendwie gerade mal eben schnell exekutiert zu werden. Fand ich auch eine Zeit lang ein bisschen störend, aber tatsächlich muss ich sagen, das Zusammenspiel von den beiden, von Lars Eidinger und dem Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe, das fand ich auf der einen Seite echt, das hat mich so über den Film getragen und dann aber auch, wie Perelman versucht eben, das Grauen nicht auszuschlachten, aber trotzdem präsent zu halten. Ja? Also er geht halt immer weit weg, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder gezeigt wird. Also er geht nicht nah ran und schlachtet es irgendwie aus, sondern er wahrt Distanz. Und gleichzeitig macht er dir aber bewusst, dass das allgegenwärtig ist. Und dazu wird schön gefilmt, gute Musik, gute Bilder. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich den so gut finde, wie ich ihn gefunden habe. Klingt echt gut. Also, ich habe den Trailer nur gesehen, dachte auch so, ach, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus. So, man muss ein bisschen, wie du schon sagst, Lars Eidinger muss ein bisschen so mit Vorsicht genießen und gucken, wie es so wirkt. Aber nach dem, was du jetzt erzählst, ey. Aber ich muss sagen, ich fand Eidinger spannend, weil er hat halt wirklich, er schafft es irgendwo, den Typen so kleine Facetten von Sympathie abzugewinnen. Und dann aber wieder auch immer gleichzeitig so voll, oh, was ist das eigentlich für ein armes Würstchen so. Und dann aber auch wieder so dieser Choleriker, der dann irgendwie ganz krass durchgreift. So. Also es ist eine spannende Figur in meiner Ansicht. Hm. Ja. So viel dazu. Haben wir auch Feelgood-Movies heute, oder haben wir, die mit einer Depression zurücklassen? Nein, jetzt kommen die Feelgood-Movies. Ich bin richtig am Arsch mittlerweile. Jetzt kommen die Feelgood-Movies. Ich habe dir empfohlen, bitte gucken dir noch an, David Copperfield, einmal Reichtum und zurück. Mit Dev Patel in der Hauptrolle. Es ist die Verfilmung des Jahrhundertromans von Charles Dickens. Es geht nicht um den Zauberer. Ja. Es geht hier darum, wie ein Junge bei seiner Mutter aufwächst und der Vater ist tot und sie heiratet irgendwann einen Industriellen, der ziemlich streng ist, der noch seine strengere Schwester mit reinbringt und den dazu verdonnert, dann irgendwann in London in einer Glasflaschenfabrik zu arbeiten. Und ja, als David Copperfield dann von dem Tod seiner Mutter erst irgendwie im Nachhinein erfahren muss, reist er aus. Dr. House gewesen, oder? Das ist, yep. Genau. Hugh Laurie. Reist er aus und zieht zu seiner Tante Tilda Swinton und ihrem Mitbewohner Hugh Laurie. Und ja, er lebt halt darin, wie gesagt, es wird halt die gesamte Geschichte, der Werdegang des David Copperfields so ein bisschen nacherzählt. Aber dieser Film ist von einem Regisseur namens, ich hoffe, ich krieg's jetzt richtig hin, Armando Iannucci. Der hat, und ich hoffe, den kennst du, In the Loop gemacht. Kabinett außer Kontrolle mit James Gandolfini. In the Loop, das sagt mir was. In so einem Büro? Ist das der? Der spielt, ich glaube, Pentagon. In so einem Office spielt? Ja. Wie nennt man das? So ein, wie bei The Office auch, diese Großraumbüro. Cubicle. Ist das das? In the Loop? Aber ich habe In the Loop. Ah, das sagt mir was. Und er hatte vor einiger Zeit noch Death of Stalin gemacht. Als den einer mitbekommen hat. Ja, und der Mann ist eigentlich eher Spezialist für wirklich schwarze, böse Satiren. Ja. Den habe ich nie gesehen, aber den habe ich auch auf irgendeiner Liste schon ewig stehen, weil er gute Bewertungen gekriegt hat. Und weil James Gandolfini. Aber den habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Ja. Also ich habe von dem schon gehört. Also ich habe die DVD, die englische, falls du nicht irgendwo kriegen solltest. Auf Deutsch heißt der, wie gesagt, Kabinett außer Kontrolle. Und Death of Stalin war auch so ein Film, da wusste ich nie ganz, darf ich jetzt noch lachen? Oder finde ich das jetzt alles nur noch entsetzlich? Und dabei war der halt auch wirklich gut gespielt und ja, böse einfach. Und der hat jetzt mal was ganz anderes gemacht, denn David Copperfield, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Und was sagst du? Mich hat er nicht so ganz gekriegt, leider. Aber jetzt mal von der Art und Weise? Von der Art und Weise, also ich glaube, das, was er durchziehen möchte, zieht er super durch. Das ist, ich glaube, anders kannst du das Buch auch nicht verfilmen. Also das ist schon Feelgood. Aber für mich ist er halt so ein bisschen überladen. Mhm. Also es sind halt, du pest da so durch diese Geschichte durch, ne? Ich meine, du sagst so, ja, und irgendwann kommt dann der Stiefvater dazu und irgendwann fängt er an, in der Fabrik zu arbeiten und irgendwann erfährt er vom Tod der Mutter. Das sind die ersten 10 Minuten. Also das ballert einfach nur so durch und dann kommt da nochmal ein Haufen Charaktere, ach, und dann lernt er die Familie kennen und dann kommt er zu denen und dann lernt er da nochmal das Strandhaus und daraus entwickelt sich dann, es ging so durch und ich konnte mich gar nicht irgendwie auf eine Figur richtig einlassen, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch den Nachteil, dass ich Dev Patel nicht so mag als Schauspieler. Damit konnte ich mit ihm nicht so connecten. Und dann, ja, es pest einfach nur so durch die Story durch. Ich fand dann am Ende,
wenn dann irgendwann alle Charaktere wirklich da sind und nicht noch mal mehr Leute dazukommen, dann kam ich dann auch irgendwann dazu, okay, die Story, was sie dann aufbauen und wie sie die Problematik dann, da war ich dann schon drin, das hat dann schon Spaß gemacht, also ist kein schlechter Film. Aber für mich hat er zu spät gezündet, also dass ich wirklich sagen würde, oh, super. Ja, oh, super würde ich auch nicht sagen, ich finde, dafür ist er einfach zu lang. Ja. Ja, ich kann das Gefühl des Durchpesens kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich muss aber letztendlich sagen, wie es gemacht ist. Wie es, also wir, weiß ich nicht, da sind sie in so einem Hausboot. Ein umgedrehtes Boot, was umgedrehtes Boot, was im Haus umfunktioniert ist. Und da hat er halt irgendwie eine unbeschwerte Zeit und so, aber dann will er halt symbolisieren, dass er plötzlich von der harten Realität wieder zurückgeholt wird und dann kommt halt so eine riesige Hand durchs Dach und schnappt ihn so da raus. Und solche visuellen Spielereien hat der Film halt zuhauf. Das, ich finde, du merkst den Film ganz krass an. Deswegen, ich dachte die ganze Zeit so, ich würd, als Theaterstück fände ich das viel geiler. Hm. So, weil es wirklich so theatermäßig die Dialoge so auch ein bisschen drüber und so, du musst schnell die Dialoge rüberbringen, damit du dann einfach die Charaktere schnell kennenlernst und so ein bisschen überzeichnet. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, du guckst dir ein Theaterstück an. Und dann diese kleinen Dinger, wo die Hand dann da durchkommt und so weiter, fand ich auch super. Aber dafür war es dann dafür zu wenig. Und irgendwie, um dann auch seine Emotionen mitzukriegen, irgendwann dachte ich so, warum hat er denn nicht einen Erzähler reingepackt? So, wenn du sowieso ganz viel erzählst und es darum geht, ja, das passierte dann und das passierte dann, dann mach doch eine Erzählstimme rein. Und dann irgendwann in der Mitte hat er dann für einen Übergang, hat er dann plötzlich einen Erzähler, wo er dann kurz erzählt, ja, und dann ist das und das und das passiert. Ich so, warum machst du das vorher nicht? Kommt danach dann aber auch wieder nicht mehr. Also es war so irgendwie, es hat sich nicht so ganz festgelegt, es durchzuziehen. Aber ist auch schön, ich meine, ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen die Absicht, denn er scheißt ja auch auf sämtliche Hautfarben oder sonst irgendwas. Ja. Ja, also egal, ob jetzt Inder, Afroamerikaner, weiß ich nicht, Hellhäutige, es ist eigentlich vollkommen egal, jeder spielt irgendwas. Oder, und das fand ich so schön, dass es einfach völlig egal ist bei diesem Film. So, dass er einfach nur sagt, ich habe hier diese Geschichte, ich will die erzählen und ich nehme mal ein bisschen davon, ich nehme mal ein bisschen davon und ja, also ich war überrascht. Ich fand ihn überraschend unterhaltsam. Dafür, dass er halt doch seine Längen hat und dafür, dass ich halt mit dieser ja doch depressiven Geschichte ja was anderes verbinde als eben so einen doch eher leichten, lockeren Film. Ja, aber also ja, auf der einen Seite ist die Geschichte schon depressiv, aber ich hatte halt irgendwie, also du hast halt den Namen David Copperfield schon häufiger gehört und irgendwie mal, und mir fiel halt direkt am Anfang, fiel mir immer die South Park-Folge ein, die halt komplett das alles verarschen, aber dieses ganze Gentleman-Gehabe und diese Dialoge, die komplett drüber sind, dadurch kam ich halt auch nie rein, wirklich mit dem Typen mitzufühlen, weil du halt so dieses Dandy-like und Gentleman und ach, was für ein eloquenter Charakter, den sie da ausdrücken. Das wirkte alles so dieses britische Theater und ich war dann auch wieder an Emma erinnert, den ja, Anfang des Jahres noch gesehen habe. Also ist auf jeden Fall besser als Emma. Weil es dann doch mehr mit einer Prise Humor und Selbstironie rangeht und dann auch ein bisschen versucht, bessere Aussagen zu treffen, als einfach nur ein Historienfilm zu sein. Aber so ganz die Kurve hat er halt nicht gekriegt. So, er plätschert so ein bisschen vor sich hin und das macht schon Spaß. Ich glaube, zum Nebenbeilau, so sonntags nachmittags mal, kann man sich den gut geben. So. Und wenn du mal sagst, so, okay, jetzt einfach mal nur, dass viel Buntes passiert und so, ist schön. Aber so richtig gekriegt hat er mich halt nicht. Ja. Was aber vielleicht daran liegen kann, dass ich Dev Patel halt einfach nicht so gerne sehe. Aber würdest du sagen, Film für die Leinwand? Schwierig. Also die paar Szenen hat er schon, wo du sagst, das macht schon, der hat schon so ein paar Szenen, die schön sind, auf der großen Leinwand so zu sehen. Aber im Großen und Ganzen sind es halt meistens Dialoge in kleinen Sets zusammengestraucht, wo die Leute sich im Kreis drehen und miteinander reden. Das funktioniert auf dem Fernseher, glaube ich, genauso. Also. Ja gut, ich finde, man kann ihn schon noch auf der Leinwand vertreten. So. Also, kann man vertreten, auf jeden Fall. Untertitel ist übrigens einmal Reichtum und zurück. Mhm. Ja, genau. Der eigentliche Name vom Roman ist auch ewig lang. Deswegen, im Englischen heißt er auch nochmal anders, irgendwie dieses, seine Memoiren, sein Leben, sein Personal Life, and that were never intended for release oder sowas. The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the Younger of... The Younger of Blunderstone Rookery, which he never meant to publish on any account. Genau, das ist der Titel des Buchs. Den finde ich auch sehr sympathisch. Also ich habe jetzt eigentlich Bock, das Buch zu lesen, aber weil da so viele Geschichten drin sind und so. Ich glaube, als Serie hätte das vielleicht besser funktioniert, weil es halt auch so episodisch ist und so. Es wäre dann natürlich ein komplett anderes Projekt gewesen, aber Ja. Gut. Einmal Reichtum zurück. Einmal Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart und zurück erleben wir mit einem kleinen limitierten Sonderstart, nämlich morgen startet, und das aber auch nur für morgen, Bill und Ted
Face the Music, also Bill und Ted 3. Kurz all den Filmen, die wir besprochen haben, den habe ich natürlich gesehen. Ja, ist doch gut. Zwei alte Stoner reisen durch die Geschichte und machen Quatsch. Ja. Ja. Aber? Da weiß ich nie überhaupt, Stoner, kiffen die in einem der Bill und Ted-Teile überhaupt mal? Nee, ne? Deswegen, ich habe mir jetzt am Mittwoch nochmal den ersten angeguckt, weil ich den auch ewig nicht gesehen habe, dachte ich so, guckst du den nochmal an. Das ist echt so eine Stoner-Komödie, bevor es Stoner-Komödien gab. So, natürlich ist dann nie in irgendwo die Rede von Gras oder sowas, aber die sind halt so. Also es wird zumindest nicht so zelebriert wie in anderen, so Harold und Kumar oder so Filme, wo das ja auch wirklich oft. Ja, das kann man später, ne? Das war in den 80ern halt noch nicht so präsent. Ja, worum geht's? Eddie. Ey, das ist so krass, weil ich seh gerade die Ausschnitte und erinnere mich an nichts mehr. Es liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel ein Sandwich gegessen habe während des Films und das so lecker war, dass ich auch teilweise nicht auf den Film geachtet habe. Hat dir der Film deswegen gefallen, weil das Sandwich so gut war? Der hat mir so mittelmäßig gefallen. Ich fand den ganz sympathisch. Ich fand ihn nicht eine Vollkatastrophe, so wie zum Beispiel hier dieser Jay and Silent Reboot, wo ich gedacht habe, alter Schwede, ich will einfach, dass Kevin Smith aufhört, Filme zu machen. Und das sage ich als alter Kevin Smith-Fan. Also insofern war das, der hätte noch viel schlimmer werden können. Der hat ein paar echt lustige Szenen. Und aber irgendwie, keine Ahnung, war der aber so auch. Ich kann mich halt einfach auch nichts mehr erinnern irgendwie. Da ist wirklich gar nichts hängen geblieben. Und soll ich versuchen, deine Erinnerung aufzufrischen? Die müssen ja wieder eine Band zusammenstellen. War das denn? Ja, so ähnlich. Also, sie haben immer noch nicht den Song geschrieben. Den perfekten Song. Ja, der das Universum zusammen, wieder vereint oder zusammenbringt. Genau, ja. Und deswegen reisen sie in die Zukunft. Oder werden sie in die Zukunft gerufen, weil es ist kurz vor 12, so gesehen, also die Uhr tickt. Sie müssen, haben jetzt noch 70 Minuten Zeit, um den Song zu schreiben, der, ja, die Welt verändern. Dass die Welt verändert, das Universum wieder vereint. Save the reality as we know it. Und deswegen versuchen sie einfach, ihre zukünftigen Ichs zu erreichen, um rauszufinden, welchen Song sie geschrieben haben, damit sie diesen Song performen können. Parallel dazu versuchen deren beiden Töchter, also die beiden Töchter von Bill und Ted, wieder eine Combo, eine Band zusammenzubringen. Und die erhoffen sie sich, oder die Superband erhoffen sie sich, indem sie halt in der Zeit zurückreisen und dann Leute wie Mozart, Jimi Hendrix, diese Kid Cudi ist zufällig, den suchen sie nicht. Ja, aber, er wird halt schon in einer Reihe genannt. Kann man schon. Ja, The Legend, aber ich find's auch schön, wenn sie das sagen. Ich mag Kid Cudi, aber. The Legends of Music and Kid Cudi. Well, now I think I'm one too. Da habe ich mich auch gefragt, hätte kein anderer Zeit gehabt. Also, aber welchen Rapper willst du nehmen? Kanye? Ach, come on. Der kann doch nicht arbeiten. Alles wäre, du kannst einfach nicht Mozart, du kannst nicht so eine Aufzahlung machen, nein, ist egal, du kannst keinen heutigen Popstar nehmen. Keiner von denen, die sitzen zu Hause an der Beatmaschine. Kannst du nicht vergleichen mit Mozart. Das ist einfach so. Lass uns nochmal auf Wu-Tang kommen, Wu-Tang. Alter. Die haben wenigstens ein bisschen was aus der Beatmaschine gemacht. Ja, auf jeden Fall, die Töchter versuchen halt, eine Supergroup zusammenzustellen, indem sie durch die Geschichte reisen und mehrere Musiker zusammensammeln. Was so gesehen die Geschichte vom ersten Teil ist, die halt noch mit hier reingequetscht wurde. Ja, im ersten Teil. Ich fand's halt gerade, weil im ersten fand ich so random. Ist das das mit dem Referat? Genau, da müssen sie dieses Geschichtsreferat machen, damit die Band nicht aufgelöst wird, damit sie die Welt retten können. Da fand ich es halt so dieses, ja, wir brauchen unbedingt Sokrates, Billy the Kid und wen haben sie noch? Beethoven, Napoleon. Vasserucce. Ja. Da habe ich gelernt, was Scheiße auf Französisch heißt, weil Napoleon, Bolt, ja, und dann, na gut. Das war die eine Szene, die hängen geblieben ist. Und jetzt haben sie halt wieder den Musikbezug noch bei der Zeitreise dabei, deswegen hat mir das schon einfach wirkte das mehr nach Konzept als das, was es in den 80ern war. So ein bisschen Pick of Destiny, ne? Richtig. Jo. Also ich hatte, also das muss ich aber sagen, ich habe beim Film gucken die ganze Zeit so Flashbacks gehabt zu Pick of Destiny, auch was du schon sagtest, Jay and Silent Bob Reboot, hatte ich auch dringend, aber ich fand das alles wesentlich charmanter und schöner gemacht. Also Pick of Destiny? Ja. Pick of Destiny hat doch wenigstens einen Hitsong nach dem anderen. Pick of Destiny lebt über seinen Soundtrack. So, der Soundtrack von Pick of Destiny ist natürlich wesentlich besser, aber filmisch gesehen fand ich Bill und Ted schon besser. Drei? Ja. Oh. Also ich muss sagen, auch, was mir halt auch nicht gefallen gesehen, ist halt so dieses. Also, da waren wir uns ja auch nicht sicher, ob das gewollt ist, dieser Look, dieser schlechte
Greenscreen-Look, ob das gewollt ist, weil sie diesen 90s-Effekte wiedergeben wollen oder ob sie einfach nicht genug Budget hatten. Ich muss auch sagen, bei dem Look war ich doch echt erschrocken. Diese Greenscreens, die sie da präsentiert haben, die waren nicht geil. Ja, gut. Und die wirkten aber auch nicht gewollt schlecht, sondern die wirkten einfach schlecht. Ich weiß nicht, also bei so einem Film würde ich fehlendes Budget halt irgendwie nicht vorwerfen. Und ich fand jetzt, dass da schlechte Effekte sind, war jetzt nicht so. Nee, also. Da, wo es drauf ankam, fand ich die Effekte okay. Fehlendes Budget möchte ich dem Film auch nicht vorwerfen, aber ich möchte auch nicht den gesamten, oder das sind ja fast, weiß ich nicht, was ist denn das? 60% findet vom Greenscreen statt. Das sind doch sau viele, also ich meine, in der Hölle, in der, weiß ich nicht, Schlacht da, wo sie den einen General wegcashen und Babe Ruth im Football. Ja, aber das sind nicht 60% des Films, das sind immer wieder so kleine Schnipsel reingeworfen. So, ja, die Hölle ist ein bisschen länger, aber klar, das sah jetzt nicht geil aus. Aber ich fand, also mich hat es auf keinen Fall gestört. Hat mich nicht rausgerissen. Also mich hat es doch echt, die Zukunft. Also alles ja, aber ich fand, also das habe ich so gesehen, so die Zukunft sah in den 80ern halt genauso scheiße aus. Da hatten sie einen riesigen Greenscreen, so, und das war halt so, so sah es damals ja, in den 80ern genauso aus. Ja, ich weiß, aber dass sie das jetzt nicht großartig dann nochmal ranmachen, dass sie da. Und das war auch nie die Öffnungsszene. Klar, da ist mir auch aufgefallen, okay, der Greenscreen, sie kommen aus der Telefonzelle raus und gehen. Ja, klar, das sieht man schon. Aber das, also mich hat es nicht gestört. Okay. Ja, mir ist es tatsächlich auch eher störend aufgefallen. Was den Film jetzt aber auch nicht unbedingt. Ich fand es nur so unschön anzusehen. Muss aber sagen, hier und da haben sie den Spagat doch ganz gut geschafft, den Humor von damals auf die heutige Zeit zu übertragen. Und man, es gelingt nicht alles, das haben wir auch ja festgestellt. Ja. Es gelingt wirklich nicht alles, aber ich finde, die haben eine schwierige Aufgabe gehabt. Nämlich. Ich meine ja, das hätte auch nach hinten los. Das hätte sehr cringy werden können, sodass du denkst, oh, nee, lass es lieber. Ja, und das war es nicht. Der war eigentlich. Auch einfach grundweg sympathisch, das finde ich, kann man sagen. Also die ganze Zeit, auch wenn du nicht jedes Mal laut loslachst, aber sie schaffen es eigentlich jede Szene, auch da mit ihren Frauen, da bei der Psychologin und so. sie schaffen das immer irgendwie auch sympathisch genug rüberzubringen. Was mich noch so ein bisschen irritiert hat, ist, wie alt Keanu Reeves aussah. Das hat mich so teilweise, das sieht, weil der war ja ohne Bart und man sieht den sonst immer mit Bart und dieser Bart kaschiert halt schon eine Menge. Und wenn du den dann so, der sah wirklich ein bisschen, ich konnte teilweise gar nicht so richtig mich auf was anderes konzentrieren, weil ich nur gedacht habe, Alter, wie sieht der aus, ey? Der soll Matrix 4 machen. Also, na gut, mit Vollbart. Kein Problem. Da können sie noch, da haben sie mehr Geld für CGI. Also dann wird Neo. Für CGI-Bart. Dann wird Neo zum richtigen Jesus, oder was meinst du? Ja. Aber. Nicht, ne? Nee, also ich glaube, wenn man Bill und Ted Fan ist, dann kann man den gucken und freut sich auf ein Wiedersehen. Ja. Und wird nicht irgendwie katastrophal enttäuscht sein, wenn man, glaube ich, mit Bill und Ted eh nichts anfangen kann. Dann würde jetzt, glaube ich, auch der dritte einen nicht zum Fan machen. Nee, das kann man sagen. Aber er ist dann auch, sag ich mal, nicht so die reine, weiß ich nicht, Trademark-Abfeierei wie jetzt ein Jay und Silent Bob-Reboot. Ja. Also das ist, ich weiß nicht, ich möchte auch so ein bisschen eine Lanze für den bringen, aber der Film hat mich total gekriegt. Also ich finde, das ist auch grade, schön. Deswegen, aber für mich war das der richtige Film zur richtigen Zeit. Da war ja nicht Death Petal drin. Stimmt. Ja, da kriegt schon jeder Film von dir jeder Film, solange Death Petal vier Sterne, solange Death Petal nicht. Nee, aber der hat mich, ich fand den so grundsympathisch, ich fand den so grundpositiv von seiner Einstellung her. Es geht halt auch einfach, klar geht's wieder um Weltretten und bla, das ist ja egal, aber es ist, der Film macht sich über keinen lustig, der tritt nicht nach unten, sondern ja, die machen sich über sich selbst lustig die meiste Zeit, aber trotzdem machen sie das immer mit Herz. So allein die Gespräche mit ihren letzten Zukunfts-Ich, wie viel da an Emotionen drin sind, wo du packst dir an die Stirn und denkst so, mein Gott, wie dämlich ist dieser Dialog gerade, aber gleichzeitig fand ich den so schön emotional aufgeladen, dass ich trotzdem irgendwie mitgefühlt habe, dass diese beiden leicht grenzdebilen Leute da irgendwie doch irgendwie jetzt ein Gespräch mit sich selber führen können und das aufarbeiten können. Das fand ich so grundpositiv von der Aussage. Und dann das Ganze am Ende noch zusammenzukriegen mit dieser weltumfassenden und schönen, mir ist dann auch aufgefallen, wie sehr ich zurzeit auch einfach wieder Live-Musik vermisse, wo dann einfach so alle aufspielen und so ein Band aufgebaut, ein riesiges und viele Leute und da kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut. Das war so, das hat mich einfach voll erwischt und dann diese grundpositive Aussage, ey, lass uns die Welt zusammenfügen und das Universum wird gerettet, wenn wir alle nur Musik und ey, mich hat der voll gecasht und ich fand, das ist der richtige Film, den ich zurzeit gebraucht habe. Ich kann auch vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt so, ach ja, das ist halt Stoner-Humor und wenn man damit nichts anfangen kann. Ich kann was mit Stoner-Humor. Ich fand es jetzt einfach nicht so mega, ich fand den jetzt nicht einfach so mega zum Kaputtler. Ich fand den auch durchweg sympathisch, aber einfach auch jetzt nicht
in einem, weiß ich nicht, aber jetzt nicht so wie bei Anchorman, wo jede Szene irgendwie Comedy Gold ist. Und ich frage mich, ob das jetzt halt alles irgendwie notwendig war, nochmal, weißt du, diese beiden parallel verlaufenden Handlungsstränge da irgendwie reinzubauen, weil irgendwann saßen wir halt auch da und haben gedacht, wo sind wir jetzt gerade? So, obwohl dann halt auch immer wieder schöne Einzelmomente existieren, wie zum Beispiel, ja, dieses Battle zwischen Jimi Hendrix und Mozart. Ja. Da habe ich sehr gelacht. Das fand ich richtig cool. Ja, und ich muss auch sagen, der Mozart-Darsteller, das war für mich ein heimliches Highlight des Films. Aber das war auch wieder so eine sympathische Szene, weil dieses glaubwürdig, weil normalerweise würdest du ja sagen, was für ein Frevel, oder da kannst du viel falsch machen, das meine ich halt. Ja. Aber sie haben es halt so gezeigt, so, dass sie so eine fiktive Situation geschaffen haben, wo Mozart, der als Genie galt, und Jimi Hendrix unbestritten ein Genie war, und die aufeinandertreffen und die Idee, wie würden die wohl reagieren, wenn sie sich sehen würden, das kannst du ja so oder so spielen. Und sie haben es einfach auf so eine sympathische Art gemacht, so nach Motto, geil, Alter, zeig mal, was du da mit dem Ding machst. Was machst du da? Okay. Und das, glaube ich, was du auch meinst, ist so Musik als verbindendes Element, egal durch alle Zeiten und was auch immer funktionieren kann. Das ist eigentlich eine sehr schöne Message, und die ja auch tatsächlich stimmt. Also, weil nicht umsonst gibt es Leute, die heute noch Mozart und Jimi Hendrix hören. Auf Platte. Ja. auf Platte. Aber, ich hatte aber gerade dieses Battle da. Mozart habe ich super abgefeiert. Ja. Das war doch Mozart-Aussprüche immer. Der Mozart war halt auch echt geil. Was sagt er da? Oh, der Roboter! Oder irgendwie sowas sagt er. Das war so. Battle, als es vorbei ist und er ausruft: Wer ist hier der Geilste? Das war so cool. Aber das ist halt auch nur lustig, wenn man den im Original guckt. Ja, natürlich. Ja. Und das könnt ihr tatsächlich machen. Unsere Freunde vom Savoy zeigen den im O-Ton. Also da wird er auf jeden Fall gezeigt. Deswegen, wer Bock hat. Und ja, so viel Bill und Ted, ne? Können wir als Nostalgie-Bombe. Nostalgie. Viel gut in Zeiten wie diesen mal ins Kino gehen, einfach mal abschalten, ein bisschen gute Laune haben, ist auch mal okay. Richtig. Genau, genau. Ansonsten haben wir noch eine andere, wie soll man sagen, limitierte Vorstellung, wenn ihr wollt. Wir verlosen gemeinsam mit, oh, ich will es jetzt gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, von welchem Vertrieb es ist, aber für Made in Abyss haben wir Kinotickets. Wir verlosen 10x2 Kinotickets. Ja, ein Videospiel. Nee, tatsächlich ist das eine Anime-Serie über ein kleines Mädchen namens Riko, glaube ich. Die lebt in einem Dorf, das umgeben ist von einer riesengroßen Schlucht. Ja, und die Schlucht ist riesen, es ist unergründlich. Und sie ist so eine Art Schatzsucherin und findet eines Tages einen Roboterjungen bei einer ihrer Schatzsuchen. Den nennt sie dann Rack. Und sie findet daraufhin noch einen Brief von ihrer Mutter, die sagt, ich warte am Grunde des Abgrunds, warte ich auf dich. Und deswegen geht sie zusammen mit Rack auf Schatzsuche. Und dieser Abgrund ist wohl in 7 Level aufgeteilt. Und jedes Level hat so seine Eigenheit. Und es gibt eine 13-teilige Serie auf Netflix, glaube ich, ist sie momentan erhältlich. Und jetzt kommt ein Film, der die Geschichte weiterspinnt. Der halt irgendwie jetzt zeigt, wie sie in das fünfte oder auf das fünfte Level kommen, dort eine Figur oder einen besonderen Charakter treffen und den dazu überreden, mit ihnen nach unten zu steigen. So. Ja, und ihr könnt den Film gerne sehen, wenn ihr Fan der Serie seid oder generell auf Anime steht. Vielleicht sollte man sich vorher ein bisschen informieren, was bislang passiert ist. Alvin hat mir ein bisschen was dazu erzählt, dass es gar nicht so frei von Schrägheiten ist. Also, dass da Kinder zum Beispiel auf schon recht harte Art bestraft werden. Irgendwie von der Decke kopfüber runterhängen, werden sie dann runtergehangen und so. Und ja, ich fand aber den Stil nicht so abschreckend und werde jetzt mal versuchen, in die Serie reinzuschauen, mal gucken. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach auf folgenden Link, der wird hier gerade angezeigt, da müsst ihr hingehen, eure Daten eintragen und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann in eines der ausgewählten Kinos gehen. Alle Infos werdet ihr auch auf der Seite finden und beziehungsweise werden wir verlinken, wo man halt die Kinos findet, die dort den Film zeigen. Und ja, viel Spaß. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit der Hausaufgabe. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und ja, wir sind bei unserer Hausaufgabe angelangt. Etienne hat vor einiger Zeit zusammen mit seinem Sohn Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft gesehen. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir doch als Hausaufgabe mal in Streamcastle. Eddie, hast du den Nerv getroffen, muss ich sagen. Ja? Ich habe selten so viel euphorische und positive
sag ich mal, Rezensionen zu unserer Hausaufgabe gelesen. Von Leuten, die den zum ersten Mal gesehen haben? Ah, ich glaube nicht zum ersten Mal. Okay. Ich glaube, wir haben den halt schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das ist natürlich schon auch nochmal ein Unterschied. Das ist ja immer so das Ding bei so Filmen aus den 80s mit vielen Effekten, weil die natürlich unter heutigen Maßstäben natürlich nicht mehr so, ja, so reibungslos teilweise sind, wie wir das gewohnt sind, durch perfektes CGI, wo du teilweise nicht mehr erkennen kannst, ob es echt ist oder Computereffekt. Aber ich finde, das ist einer, der es schafft, eine Mischung aus, habe ich ja auch schon damals gesagt, als wir die Hausaufgabe aufgegeben haben, praktischen Effekten, Greenscreen, Stop-Motion, also alles, was irgendwie damals zur Verfügung stand, benutzt hat. Und ich finde, dass er das auf eine sehr sympathische Art und macht und auch immer noch gut. Also ich habe den ja mitgeguckt und ich war erstaunt und wie gut es funktioniert. Und da muss man sich dann auch einfach noch mal in ein Kind versetzen, weil also war nicht so, dass mein Sohn die ganze Zeit gesagt hat, ah, das ist ja Quatsch oder so, sondern im Gegenteil, der hat überhaupt nicht verstanden, wie die das gemacht haben, weil das für den, also die Illusion war perfekt für ihn, ne? Der hat nicht gecheckt, dass das Modelle sind oder so. Gut, jetzt kann man sagen, naja, der ist ja vielleicht auch ein bisschen. Nein, aber das ist, das ist einfach gut gemacht, gute Effekte für so einen Kinderfilm. Ja. Ich würde mal ein bisschen Liebe vorlesen, ja? Ja, gerne. Max Stevens hat zum Beispiel geschrieben: Kennt ihr das, wenn ihr einen Film, Serie oder auch ein Game, das ihr in eurer Kindheit geliebt habt, nach Jahren nochmal rauskramt und dann merkt, naja, hatte ich bessere Erinnerungen? Nun, bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist das nicht der Fall. Diesen Film gucke ich mir einmal im Jahr an, weil er einfach nur schön ist. Natürlich kann man im Film Punkte zum Meckern finden, aber die sollen andere aufzählen. Es gibt diese Projekte, wo man spürt, die Leute hatten Bock drauf und das strahlt dieser Film aus. Er macht einfach Spaß und die Set-Designer haben einen Oscar verdient. Fantastische Arbeit. 5 von 5 Punkten. Ich habe den gestern noch geguckt, so ein bisschen, als ich die Sendung vorbereitet habe. Und dabei kam meine Tochter dann irgendwann zufällig rein. Und dann kam die Kampfszene zwischen dem Skorpion und Maisie. Mhm. Und sie hat, glaube ich, nur das Ende mitbekommen und war aber auch, so wie du eben gerade beschrieben hast, total drin. Ist die Ameise jetzt tot? Ich habe sie nicht gesagt, sie ist vorher aus dem Zimmer rausgegangen, weil meine Frau hat sie dann rausgenommen. Der Kelch ist Gott sei Dank an mir vorübergegangen, aber die war halt auch direkt. Ne? Die hat nur diese, die kam nur rein, sieht das mit dieser Ameise und dem Skorpion und war sofort on fire. So, eine Besprechung, die würde ich noch mal vorlesen, dann können wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, die ein bisschen sich kritischer oder ernsthafter mit dem Ding auseinandersetzt, sagt halt, von Apex Predator MK. Wow. Ich muss sagen, der Film lebt vor allem von seiner Nostalgie und dem Charme der damaligen Zeit. Auch wenn ich mich, wie gesagt, nicht mehr wirklich an spezielle Szenen erinnern konnte, erzeugte der Film sofort ein vertrautes Gefühl und konnte mich über die gesamte Laufzeit sehr gut unterhalten. Muss ich auch sagen, der ist 90 Minuten lang, ne? Und dafür ist der wundervoll getaktet. Die Story ist zugleich witzig als auch extrem aufregend und spannend inszeniert, als Beispiel der Kampf gegen den Skorpion. Zeitgleich auch sehr berührend, die Ameise. Und funktioniert meiner Meinung nach sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gleich gut. Der Film ist aber auch ein Produkt seiner Zeit, was man vor allem an den Effekten, dem Humor und seinen Figuren merkt. Die Sets und Kulissen wurden sichtlich mit sehr viel Liebe und Detailverliebtheit gestaltet. Und diese schauen auch wirklich beeindruckend aus und erzeugen eine perfekte Illusion, was die Größenverhältnisse betrifft. Obwohl ich mich da auch gestern so ein bisschen hier und da mal gefragt habe, ne, weil dieser, zum Beispiel schnippt er ja den, der hier Max Headroom, Matt Freeber, wie er heißt, früher, der schnippt ja mal irgendwann so seine Kippe da rein. Und da fand ich schon irgendwie, das wirkt nicht so ganz maßstabsgetreu. Ja. Aber gut, ist egal. Ja, es gibt immer wieder Sequenzen und Effekte, an denen man ihm sein Alter anmerkt und die heute nicht mehr so gut aussehen. Diese werden aber durch so viele andere Aspekte im Film wieder wettgemacht. Zum einen die Charaktere, die teilweise sehr absurd und schräg agieren, dadurch aber umso liebenswerter und unterhaltsamer werden. Es macht einfach Spaß, Rick Moranis dabei zu beobachten, wie er an der Wäscheleine hängend seinen Rasen untersucht. Oder dessen Sohn, der mit gefühlt 8 Jahren Sprüche ablässt wie: Ich sah mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen. War ziemlich kurz. Generell schreit der Humor wie der gesamte Film eben total nach 80er bzw. frühe 90er. Ich fragte mich oftmals, ob der Film heute noch so inszeniert werden würde und ob er überhaupt auf diese Art und Weise noch funktioniert hätte. Zumindest letzteres kann ich für mich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wahrscheinlich fließt viel von meinem nostalgischen Gefühl in meine Wertung mit ein, aber ich hatte absolut meinen Spaß mit dem Film. Ich habe vor kurzem auch Flubber nach Jahren wieder mal geschaut, ein Film, der für mich in den etwa denselben Stellenwert wie dieser hier hatte und an dem ebenso viele gute Erinnerungen hängen.
Aber verglichen mit Flubber, den ich leider nicht mehr so gut wie als Kind fand, funktioniert Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, heute noch um einiges besser. Mit dem Nostalgiebonus gebe ich dem Film 4 von 5 Sternen. Ohne diesen wären es aber immer noch mindestens 3 von 5 Sternen. Ja. Ja. Und so stehen das. Ich habe Flubber neulich auch noch mal geguckt und ich würde auch sagen, dass der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Aber ich finde auch, also Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist einfach die rundere Nummer noch. Einfach auch, bietet auch einfach noch mehr. Also es ist einfach eine super Idee, muss man einfach, die Prämisse, die sie da haben, dass sie durch den Garten kommen und dieser Garten, was ja eigentlich de facto nun nicht viel ist, aber wie viele Abenteuer, ein paar Meter, ja, aber wie viele Abenteuer, sie haben ja von der Sprenkleranlage über den Rasenmäher, lauter Gefahren, Insekten, Pflanzen, also sie haben Lego-Bausteine, die da irgendwo liegen. Sie haben das Maximum rausgeholt aus so einem kleinen Stück Garten und es entsteht plötzlich so eine Geschichte, die man halt so aus diesen 80ern kennt, so eine Gruppe von Teenagern, ne, ob das jetzt, ist ja sehr ähnlich wie Goonies zum Beispiel, ob die jetzt. Musste jetzt auch sehr oft wieder an Goonies. Ja, total, ne, ob die jetzt unten in irgendeinem Labyrinth da sind oder jetzt da im Garten und dann diese, und dann immer diese zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Und das ist für mich auch so typisch 80s. Und warum ich das auch immer natürlich auch und wahrscheinlich bei euch ähnlich, so 80s, 90s Kids kennen das, so berührt hat, ist, weil man selber in diesem Alter war, vielleicht hat man Geschwister und dieser Unterschied auch zwischen den Altern, da gibt's dann den Kleinen, dann gibt's den Großen, der schon so ein bisschen am Flirten ist, dann gibt's da das Mädel, das so ein bisschen am Pubertieren ist und so, das sind alles natürlich ein bisschen überzeichnet, aber das sind alles Geschichten, die man kannte, ne? Also ich war da 11, meine Schwester war 14, also das war genau, ne? Ja. Ich war der Kleine, der geguckt hat, wie meine Schwester irgendwie irgendwelchen Jungs hinterhergestellt ist. Und ich war so ein bisschen der Nerd mit dem Nintendo und Abenteuer und so. Das ist halt natürlich Aber jetzt mal kurz. Das haut einen natürlich voll um. Jetzt mal kurz so gefragt, ne? Du warst 11. Ist ja schon so, ne? Schwelle zur Pubertät, zum Teenageralter. Das war bei mir mit 18. Ah, okay, gut. Dann ist meine Frage bei dir vielleicht nutzlos, aber das wäre ja nicht die erste. Ne? Ja. Gut. Wenn man so steht. Trotzdem, gehörte das für euch nicht damals auch dazu, dass da halt ein etwas älterer Junge Klar. ist, der dann vielleicht auch mit einer etwas älteren Total. Ja, und ich hab da hat man doch eigentlich drauf gewartet. Natürlich, das war auch der Moment. Also ich habe das auch beobachtet, natürlich, mein Sohn ist noch in dem Alter, wo Mädchen einfach blöd sind und er auch Küssen und so weiter ekelhaft findet. Also wirklich er mag das nicht sehen, es bereitet ihn Unbehagen. Meinem Sohn auch. Aber ich weiß genau, so war es bei mir auch. Aber ich weiß genau in dem Moment, wo es, wo so mit 11, 12 fing es an, wo du dann schon so gesagt hast, so sieht es also aus, wenn die sich küssen. Und es waren auch diese typischen Hollywood 80s-Küsse. Und es gibt in Goonies gibt's ja auch diesen Kuss, wenn er, und da habe ich, das war ein Magic Moment, weil eigentlich ist ja der von Dings gespielte George hier. Brolin. Von George Brolin, der Typ, ne? Der Go-To-Guy. Und er, sie hat ja ihre Brille nicht und küsst dann den kleinen Bruder. Und das war so ein Moment, ja, genau, wo wir alle mitgejubelt haben, gesagt haben, yeah, hat gescored. Er hat diesen Kuss von dieser Hübschen gescored. Ja, Mann. Und das Geile ist ja dann, dass sie dann auch, und am Ende kommt's ja raus und sie sagt so, das war gar nicht so schlecht und das macht ihm noch so ein Kompliment. Hat er einen Anspann? Ich weiß, es gibt diesen Reveal bei Goonies, wo sie dann am Ende checkt, dass es der Bruder war und das so gespielt, so, das war ja gar nicht so. Und das war so ein Moment, so, ja, Mann, ja. Und das ist so, du bist natürlich einerseits in deiner Entwicklung, bist du noch sehr weit weg vom ersten Zungenkuss, aber es ist nicht so, dass du nicht schon mal einen Gedanken dran verschwendet hast. Und wenn du das dann in so einem keuschen Umfeld mal siehst, so, ne, dann das aber das ist waren schon noch die ersten erotischen. Natürlich, ich war in Lindenverknall von Alf. Ja, süße, süße. Wer nicht? Nein, nicht? Okay. Nee. Und ist dir mal aufgefallen, das ist mir jetzt nochmal, ich hab's natürlich im Kopf gehabt, so, ja, weil er ja auch, ist er dieses Jahr oder Ende letzten Jahres verstorben? Aber wer das Drehbuch gemacht hat, ist dir das nochmal aufgefallen? Nee. Das Drehbuch stammt von Stuart Gordon, Brian Usner und einem der Fangoria-Gründer. Brian Usner und Stuart Gordon, Reanimator. Ja, Regisseur und Produzent von Reanimator. Das erklärt die Effekte, auch diese praktischen Effekte und. Nicht nur das, auch der Mad Scientist. Mhm. Ja? Stimmt, ja. Der Mad Scientist. Aber das ist ja auch ein Element typisch 80er, ne? Ob es jetzt Flubber ist, ob es Zurück in die Zukunft ist. Dieser Mad Scientist ist sogar ein Stück weit in, naja, kannst du sogar in die Reise ins Ich. Also diese ganzen, das, und das ist aber auch so, was ich mit so 80er Science-Fiction-Komödien halt verbinde, ist so dieses Aufkommen von so Computern, ne? Zeit von C64, also so, wo der Computer plötzlich so eine
Was kann Komponente der denn? War so eine Komponente ja. War, wow, da passieren komische Sachen. Dann aber auch so ein bisschen Roboterarme. Ich hatte so einen Roboterarm, mit dem du so, der war so groß. Konntest eigentlich nichts mitmachen, konntest hier was hochheben und da wieder runterlassen. Aber es war einfach ferngesteuerte Autos und dieser ganze Kram. Das waren halt auch so die Spielsachen, die man cool fand. Und dann kam einer und hat das alles fusioniert. Hier Lisa, der helle Wahnsinn. Ja. Wargames. Ach, die ganzen Filme. Der Rasenmäher, Mann. Ja, gut, das ist Virtual Reality, ne? Ja, ja, aber ja. War dann so das. Aber das war ja schon wieder King, ne? Also ja, das war ja schon wieder klar, tiefe, böse Horror-Geschichte. Das war schon 90er. Ja. Explorers muss man Explorers, dann in der ja. Flug des Navigator. Und die haben alle diese auch diese Kinderzimmer, ey, wie ich das geliebt habe in diesen 80s-Filmen, in diesen ganzen Emblem-Filmen, selbst Poltergeist und so, diese Kinderzimmer zu sehen. Und da hinten ist eine Star Wars-Figur und da ist noch dann irgendwie natürlich das obligatorische Baseball-Poster. Auch bei Die Braut des Prinzen, da wird ja, kommt ja Peter Falk rein, der lest ja die Geschichte der Braut des Prinzen liest er ja vor, dem Fred Savage, ne, aus Wunderbaren Jahre. Und das Zimmer ist ja auch voll mit Spielzeug und Actionfiguren und Robotern und so weiter. Und als Kind hat man das immer. Und er fängt auch am Anfang an, spielt er irgendein PC-Baseball-Spiel. Hm. Bei Big spielt er am Anfang dieses Adventure. In, ja, seinem Zimmer, wo er den Zauberer irgendwie frisst. Das war auch so geil. Du hast dich so gefreut, wenn du in so einem Film gesehen hast, so ein Kinderzimmer mit einem Computer drinne. Das war der Traum. Alter, meinen eigenen Fernseher mit einem eigenen Computer. Ich kann von meinem Bett aus irgendwas zocken. Ja, das war vor allem immer die Blaupause. Guck mal, Mama, die haben es auch. Ja. Ich will das auch. Das ist ja auch das erste Stück absolute Freiheit als Kind, wenn du deinen eigenen Fernseher im Zimmer hast. Ja. Und ja. Ich muss sagen, was mir jetzt bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, was die Momente, die mir am besten gefallen haben, das waren tatsächlich dann diese Goonies-Momente. Wenn halt der Rasensprenger angeht. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil muss das eigentlich sein, als Kinderdarsteller durch so ein Set zu rennen, ja. Während hinter dir die riesen, ja, weiß ich nicht, Wasserplatsche irgendwie runtergehen. Ja. Oder Wasserbomben, ja, von mir aus. Und du rennst da lang und hast, das war doch früher das Coolste, dich irgendwo hinzuschmeißen und in den Dreck zu schmeißen und ja, keine Sorgen zu tragen, dass irgendjemand meckert, ne? Beim ersten Mal macht das bestimmt Spaß. Ja. Ich glaube, wenn du halt irgendwie 10 Tage am Stück machen musst oder so, dann immer wieder durchs Studio, dann wird's dann auch irgendwann, dann zwischendurch musst du dann Pause setzen und sagen, hey, ich mache gerade meinen Traumjob, aber trotzdem ist es wahrscheinlich sehr anstrengend. Aber klar, für die, was, also klar, daran mitzumachen, war doch bestimmt geil. Ich hätte es auch 10 Tage gemacht. Ja. Jeden Tag durch den Matsch da wälzen so. Auch die Szene, wenn sie dann in dieses Loch fällt. Ja. Und diese Rutsche. Ich weiß nicht, Rutsche, da geht der Rasenspringer los und sie kracht irgendwann mal, versucht sie sich mit dem Bruder dem jüngeren Bruder unter dieser Platte zu verstecken oder den Felsen zu verstecken und sie selbst wird dann getroffen von dem Wassertropfen und fällt dann in so eine Pfütze rein, so eine kleine, woraus dann der ältere Bruder sie dann rausholt. Und dann kommt noch dieser Spruch, wo hast du zur Mundbearbeitung gelernt? Und er meinte Französischunterricht. Was der Kleine ja später nochmal aufgreift. Aber wie sie dann da diese braune Brühe da aussah. Das ist der letzte Satz am Ende. Ja, genau, ja. Jetzt verstehe ich Französischunterricht. Genau. Und das musst du erstmal, naja, vor Augen halten. Ne? Das hat man als, ich weiß nicht, hast du es gerafft? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber das ist ja oft so, dass man viele Anspielungen nicht gerafft hat oder so. Oder auch viele sind ja auch nur in der Synchronisation und sind im Englischen ganz anders oder so. Aber, und da wären wir wieder beim Thema, wir haben diese Filme früher auf Deutsch kennengelernt. Ja. Und deswegen verstrahlen sie einen gewissen weiteren Zauber in ihrer deutschen Fassung. Absolut. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ich würde gerne noch mal ein Statement vorlesen. Dann hätten wir es auch fast. Der Film ist jetzt 31 Jahre alt und sieht visuell immer noch so gut aus, sagt Timbulino. Da muss ich aber auch sagen, ich finde diese Sets, ne, die Wiesen, die Gräser, die Grashalme mit ihren Linien und so, finde ich nach wie vor super. Ja. Das kannst du auch heute noch genau so bringen. Ja, das ist auch wieder Practical Effects, altern einfach besser. Ich meine, wir haben jetzt gerade, ne, Traurige hatten wir ja vor ein paar, 2 Tagen mit Dunkelkristall. Ära des Widerstands wurde jetzt eingestellt, so gesehen, aber auch da, ne, einfach wie viel Zauber diese handgemachten Sets haben. So. Ja, ey, guck dir Dings an, Labyrinth. Wie heißt der auf Deutsch? Reise ins verrückte Labyrinth? Nee, Reise ins Labyrinth. Reise ins Labyrinth, alter Wahnsinn. Auch Jim Henson. Sind beides Jim Henson. So, da zeigt sich, wie wichtig die Balance zwischen Computereffekten und real gebauten Kulissen ist. Wenngleich ich finde, dass die Größenverhältnisse nicht immer passen, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich kleiner als eine Ameise sind. Die Geschichte der geschrumpften Kinder, die durch einen Dschungel müssen, in dem jeder Wassertropfen eine Gefahr bedeutet, der Dschungel dabei aber lediglich der Vorgarten der Familie
Schalinski, ne? Schalinski. Mhm. Ist, funktioniert heute noch genauso gut wie damals. Dabei ist der Film sowohl für klein als auch für groß sehr unterhaltsam. Sprüche wie, mein ganzes Leben sei meine Augen vorbeigezogen, war ganz schön kurz. Oder, wo hast du Mund-zu-Mund-Beatmung gelernt im französischen Unterricht, bedient da durchaus den Humor der Größeren, während die Kleinen wohl alleine wegen der Welt nicht mehr aus dem Staunen rauskommen dürften. Dagegen ist dann der finale Kampf von Maisie und dessen Ende schon ziemlich harter Tobak. Und man ist selbst überrascht, wie nah einem das Schicksal einer einzigen Ameise gehen kann. Ein echt toller Abenteuerfilm, humorvoll und mit Herz. Können wir so stehen lassen, ne? Und es gibt noch, glaube ich, drei Nachfolger, wovon ich aber nur einen gesehen habe, nämlich. Zwei, oder? Also zwei direkte. Es gibt diesen Honey, Now we Shrunk Ourselves oder so. Das, also der dritte. Das Riesenbaby. Das, das Riesenbaby. Genau, Riesenbaby und wir haben uns selbst. Ja, und es gibt wieder irgendwas. Es gibt, glaube ich, drei, aber das ist dann mit einer anderen Besetzung und, glaube ich, nur noch der Name oder so. Na, okay. Aber ich habe auch nur Riesenbaby gesehen und der ist schon auch nicht mehr gut, leider. War das der zweite? Das war der zweite. Das war der zweite. Ja. Den habe ich als Kind noch sehr gefeiert. Ja, nee, ich finde halt, dass da geht halt viel verloren, weil du hast halt einfach so diese King Kong-Geschichte, die. Die es erstens halt schon tausendfach irgendwie gibt. Irgendwas Großes läuft über was Kleines. Und es macht das Ganze nicht mehr, dieses Lokale, ne, dieses, ist halt irgendwie weg. Der latscht ja dann durch Vega. Und du hast auch nicht mehr diesen Zusammenhalt in dieser Gruppe, ne, weil es ist halt einfach das große Baby, was irgendwo alles kaputt macht. Also, das war sicherlich nicht die allerbeste Idee. Und die anderen habe ich gar nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt. Aber beide auch auf Disney. Und und falls jemand Bock hat, Flubber ebenfalls, kann man sich auch nochmal angucken. Kann man sich angucken. Allein wegen Flubber kann man sich angucken. Und auch das Original, hier das fliegende Auto, nee, wie heißt das? Auto, der es, kracht, es zischt und zu sehen ist nicht. Chitty Chitty Bang Bang. Nee, nee, nee. Der gibt's auch auf Disney Plus. Das Original, auf dem Flubber basiert. Aus den 50ern ist der. Der Professor mit dem. Wie heißt der denn? Wenn ihr Flubber auswählt bei Disney Plus, wird der unten angezeigt. Genau. Und der ist auch nicht schlecht. Der hat natürlich keine besonderen. Der wird auch fett zeigen, wenn du Liebling, ich habe die Kinder geschafft. Ja. Aber den habe ich auch als Jugendlicher oder als Kind gesehen und der macht auch richtig Spaß. Also der ist gut. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Kannst du ja gleich gucken. So. Im Englischen heißt der übrigens der Nachfolger Honey, I Blew Up the Kid. Honey, We Shrunk Ourselves. We Shrunk Ourselves. 97 war das. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den werde ich mal reingucken. Ja. Weil da ist aber noch Rick Moranis dabei, oder? Da ist noch Rick Moranis dabei, ja. Habt ihr ihn letztens gesehen? Und dann gibt es noch Honey, I Shrunk the Audience. Ach so, das ist, glaube ich, nur für das habe ich allerdings mitgemacht in Euro Disney. In Disneyland, ja. Und dann hast du 4D und dann wirst du vom Hund angenießt und sowas. Das war auch sehr lustig. Das habe ich damals sehr gefeiert. Okay, okay. Gut, so viel dazu. So viel zu Streamcastle. So. Jetzt greifen wir doch nochmal die Diskussion auf, hm? Nicht zu verwechseln. Nicht zu verwechseln mit Honey, mit Jessica Alba. Komplett andere Geschichte. Komische Fortsetzung. Ja. Ja. Liebe Freunde, ihr habt es ja auch gehört. Wir haben von am Anfang schon mal drüber gesprochen. Ich würde gerne einfach das Thema auch nochmal aufgreifen. Es gibt ein Gerücht. Und. Weißt du, was es außerdem gibt? Was denn? Eine Newsmatz. Oh, es gibt eine Newsmatz? Bitte. Hardy, Tom Hardy. Neues Bond-Casting-Gerücht, alte Diskussionen. Noch mehr Casting-Gerüchte. The Flash will Clooney, Kilmer, Bale und Cage? Ja, ich dachte, für zwei News hätten wir keine, aber gut. ja, hast du es mitbekommen? Oder du? Du bist ja eigentlich auch schon ein bisschen comicaffiner, ne? Ja, comicaffin bin ich. Aber die Meldung habe ich nicht mitbekommen. Also, es ist ja schon die Runde gemacht worden, dass für den nächsten Flash-Film, der so eine Art Multiversum aufgreifen soll, dass dort schon Michael Keaton und Ben Affleck als Batman auftauchen werden. Also in ihrer Inkarnation oder der Verkörperung von Batman. Ja. Aha. Wie soll das denn gehen? Weil Flash versucht, den Tod seiner Mutter zu verhindern und deswegen. Aber ist zu langsam. Oder zu schnell. Ja, schwieriges Thema. Und deswegen stößt er eben halt auf die Erkenntnis oder eben die Entdeckung, es gibt Multiversen und bringt halt damit sein eigenes Universum ziemlich durcheinander und ja, und reist aber halt oder rennt von mir aus eben auch durch die anderen Universen. Aber das klingt nach einem Gag. Ist es soll es lustig sein oder soll es ernst sein? Nein? Ist das Flashpoint? Das ist das Flashpoint-Universum, ja. Da gibt es einige verschiedene Universen. Da gibt es dann auch ein Universum, wo nicht die Eltern von Bruce Wayne gestorben sind, sondern Bruce erschossen wird und der Vater wird dann zu Batman. Spaßige Sache, sehr toller Comic. Okay, Flashpoint? Flashpoint. Lege ich mir direkt aufs Zahnfleisch. ich hab gelesen, dass Zack Snyder Nachdrehs macht für
den Snyder Cut. Ja, das ist aber schon bekannt gewesen. Aber kriegt er dann noch mal? Er kriegt noch mal 30 Millionen. Und kriegt er noch mal Ben Affleck? Naja, also das ist ja die Frage. Mit wem macht er die Nachdrehs? Naja, mit eben den Leuten, die zur Verfügung stehen. Ich denke mal. Ja, eben. Aber wer ist aber das? Ben Affleck hat ja schon. Naja, also es wurde ja schon bekannt, dass Affleck damit machen soll. Keaton auch. Und ich denke mal, wenn Affleck bereit ist, eben nochmal in sein Kostüm zu schlüpfen als Batman, dann würde er auch für die Nachdrehs von Justice League zur Verfügung stehen. Jetzt ist natürlich aber noch so eine andere Sache bei eben gerade Justice League noch im Raum. Da müssen wir, glaube ich, demnächst auch nochmal etwas mehr ins Detail gehen, weil der Herr Fischer, der den, wie heißt der, Cyborg gespielt hat, ja, der hat ja immer noch seine, sag ich mal, Anklage an Joss Whedon und eben die Deckung oder die Vertuschung des Verhaltens von Joss Whedon noch laufen und weigert sich gerade mit einem unabhängigen Ermittler diesbezüglich zu reden, weil er halt glaubt, er ist nicht unabhängig, sondern er ist halt schon beeinflusst. Und ja, da gibt es halt gerade noch sehr viel Streit, da muss man auch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Aber doch nichts, was man mit ein paar Millionchen. Weiß man nicht. Auf jeden Fall haben sie jetzt für den neuen Flash-Film auch Anfragen rausgeschickt an Val Kilmer, an Christian Bale, an George Clooney. Das wäre natürlich überragend. Das wäre fantastisch. Ja. Und auch an Nicolas Cage. Denn dieser Film soll tatsächlich zu einem Großteil in der Batman-Welt von Michael Keaton spielen. Ja? Mhm. Und deswegen wäre auch ein Nicolas Cage als Superman, der es ja nie geschafft hat, fantastisch, von Tim Burton. Aber das kann ja dann eine Comedy werden. Das kann nicht ernst werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Flash zum Beispiel bei George Clooney oder Val Kilmer ins Batman-Universum kommt, das muss ja albern sein. Also da kommt er ja hin und denkt sich nur so, und dann wird auf jeden Fall irgendein dummer Spruch kommen von George Clooney, dann geht er wieder raus oder so. Aber wenn du es einem der DC Justice League-Mitglieder zutrauen würdest, also wenn, dann kannst du Flash so einen Film geben. Mir war der Comic Relief in Justice League, der ist sowieso so ein bisschen albern. Das ist halt so da könnte man schon so ein bisschen reingehen. Ezra Miller. Ob es funktioniert, ist eine andere Geschichte, aber wenn du es irgendwo machst, dann mit ihm. Vor allem, wir hätten den aus der Serie nehmen sollen. Ja, die beiden sind ja schon aufeinander getroffen. Wie geht das denn? Ezra Miller ist ja schon auf den Serienflash in der Serie getroffen. Da haben sie ja dieses Thema Multiversum schon mal angespielt. Da ist es ja noch ein größeres Thema. Das Multiversum mit den. Vielleicht ist das auch die Chance Ezra Miller, weil der hat doch auch Stress wegen irgendwas. Der hat doch auch irgendjemanden an Set gewürgt oder so. Nicht am Set, sondern privat. Also eher privat. Noch schlimmer. Also da weiß man ja auch nicht, also der ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich werde mit dem Schauspiel auch nicht warm. Ja. Naja. Aber Nicolas Cage, endlich als feiern. Superman. Ich würde es feiern. Ja. Wer weiß, ob es so sein wird. So, wir machen noch eine kurze. Achso, willst du was sagen? Alles gut. Ne, alles gut. War nicht noch eine News? Ja, war noch eine News, aber da machen wir jetzt erstmal spannungstechnisch eine schöne Werbung. Und dann klären wir, ob Hardy der richtige Bond ist. So, willkommen zurück zum letzten Part für diese heutige Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten in den News. Ja, wo wir schon bei Comics sind, können wir ja direkt nochmal sagen, 2020 wird das erste Jahr ohne einen einzigen Marvel-Film. Seit 2009. Denn Disney hat jetzt bekannt gegeben, dass sämtliche Filmstarts, die für dieses Jahr geplant waren, entweder nochmal weiter nach hinten verschoben werden oder halt komplett aus dem Jahr rausfallen. Wie zum Beispiel Black Widow, der jetzt erst nächstes Jahr kommt. Ja, und das ist quasi genau ein Jahr nach seinem Original-Release-Datum. Ist jetzt, glaube ich, auf den 7. Mai 2021 gelegt. Ja, Mai, ne? Wonder Woman wurde auch verschoben. Der kommt aber noch im Dezember. Genau. Was halt, Stand jetzt, was halt so ein bisschen den Start von Dune gefährden könnte. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Warner ein Wonder Woman und ein Dune parallel fährt. Weil damit kannst du eigentlich nicht irgendwie die Verluste, die du sowieso durch weniger Kinos und Zuschauer hast, irgendwie kompensieren, meiner Ansicht nach. Wie haben sie das jetzt mit den Oscars? Die haben den Zeitraum verlängert, ne? Ja, der Zeitraum wurde verlängert und auch der Zeitraum der Veranstaltung ist nach hinten verschoben worden. Oder beziehungsweise die Veranstaltung selbst ist nach hinten verschoben worden. Ja, insofern. Dann haben sie zumindest nicht mehr die Jahresgrenze so, um die Oscars noch mitzunehmen, dass es noch im Dezember rausballern, wie es halt die letzten Jahre gerne passiert. Ja, aber ich glaube, Villeneuve ist da gar nicht so unglücklich drüber, denn wie er schon in einem Interview zuvor gesagt hat, hat er deutlich weniger Zeit durch Corona für eben die Nachdrehs gehabt und die Nachdrehs müssen auch nochmal in die Postproduktion. Er konnte zwar schon Teile der Postproduktion eben durch die Corona-Zwangspause erledigen, aber eben hatte deutlich weniger Zeit für Nachdrehs, die halt üblich sind bei so einer Produktion von der Größenordnung. Und dementsprechend hat er auch weniger Zeit für die Postproduktion der Nachdrehs. Und ich glaube, dem ist es ganz recht, dass man da vielleicht den Filmstart auch nochmal weiter hinten schiebt.
Und lieber sehe ich einen komplett fertigen und gut gemachten Film als irgendwie etwas, was ja, so. Ja, keine Frage. Ja, also da muss ich mich auch nicht beschweren. Aber ja, alles möglich, ne? Shang-Chi und Eternals und so weiter rutscht jetzt alles nach hinten. Was tatsächlich noch ein bisschen erfreulich ist, es gibt weiterhin einen Kinostart für Soul, den neuen Pixar-Film. Da wurde ja auch spekuliert, ob der bei Disney Plus landen soll direkt. Aber der hat noch nach wie vor einen angekündigten Filmstart. Tod auf dem Nil und noch ein Film kommt, glaube ich, noch dieses Jahr. Aber ansonsten alles auf 2020. Ja, ist bitter für die ganzen Kinobetreiber auch, ne? Ja, es ist wirklich bitter. Deswegen, ja, sollte man eigentlich jeden den Film fürs Kino empfehlen, den man jetzt gerade irgendwie kriegt. So. Und ich meine, Tenet hat ja eigentlich ganz ordentlich eingespielt und wird wahrscheinlich auch noch weiter. Es streckt sich halt auf einen längeren Zeitraum, logischerweise. Ja. Aber die Leute gehen ins Kino, gucken sich den an. Es ist halt nicht mehr an einem Wochenende das Einspielergebnis, sondern halt über mehrere Wochen. Aber die Kohle kommt ja irgendwie schon rein. Also wenn sie den jetzt nicht direkt auf den Streaming-Dienst bringen, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass einfach man etwas mehr Geduld an den Tag legen muss und dem Ganzen etwas mehr Zeit geben muss. Man kann nicht mehr in diesen Fenstern und ja, weiß nicht, Einspielfenstern irgendwie denken, die man vorher hatte. Und mit ein bisschen Glück kriegt der eine oder andere Film ja doch noch irgendwie Geld zusammen. Jetzt gerade, wir haben den Trailer auch, hoffentlich können wir den noch zeigen. Es gibt in China einen Film, der heißt The 800. Und der ist jetzt offiziell der erfolgreichste Film 2020. Hat jetzt Bad Boys for Life überholt vom Einspielergebnis mit über 420 Millionen Dollar oder so. Okay. Ja klar, der meiste, der Großanteil oder der Großteil kommt aus China. In China hat er die eingespielt, aber nichtsdestotrotz immerhin auch da, wo es jetzt eigentlich mal losging, gehen die Kinos wieder auf und die Leute wieder ins Kino. Schön zu sehen. So, Hardy als Bond. Ist nur ein Gerücht. Wir sagen es gleich. Ist nur ein Gerücht. Und wir geben uns jetzt mal dem Gedankenspiel hin. Ja, aber es gibt auch wirklich viele, viele Gründe, die dagegen sprechen, dass der Mann tatsächlich eines Tages Bond, James Bond sagen wird. Welcher denn? Er ist berühmt. Er ist zu berühmt und er hat zu viel am Start. Er hat noch Venom und Mad Max. Und das sind zwei Franchises zu viel. Also Mad Max kommt alle 17 Jahre einer. Und Venom ist jetzt halt mal ein Film gedreht, da kann er schon mit dem nächsten auch wieder schon zu Ende sein. Das ist schon mal für mich als Argument nicht. Ja, aber die meisten Bond-Darsteller hatten nie irgendwie eine laufende Franchise am Start. Sean Connery war auch. Ja, aber die Zeiten haben sich auch verändert. Also jetzt einen kompletten No-Name dahin zu setzen, also kannst du auch nicht. Und wer mit ein bisschen Schauspielleistung unter der Haube ist, noch nicht schon irgendwo in einem Franchise aufgetaucht. Also das kriegst du in den Kalender schon untergebracht. Das aber wenn wir uns zurückerinnern, Daniel Craig war jetzt auch nicht der wirklich, der war nicht zu seinem Zeitpunkt, als er angetreten ist, das als stimmt. Bond, genau wie ein Pierce Brosnan, als er angetreten ist, als Bond. Okay, Remington Steele sagt uns vielleicht noch ein bisschen was so, aber als die beide jeweils angetreten sind, waren die nicht die so A-Lister, beziehungsweise so berühmt, wie jetzt zum Beispiel ein Tom Hardy ist. Aber Tom Hardy ist für mich auch noch nicht ganz weit oben. Ist noch nicht in der Riege des DiCaprios angekommen. Nee. Er hat mit DiCaprio in einem Film gespielt und war die Nebenrolle. Ja. Und hat ihn teilweise nominiert. Also hat ihn teilweise schon echt alles aussehen. Leute, ich rede nicht darüber, dass er nicht gut ist. Ich rede darüber, dass er nicht den Bekanntheitsgrad und auf dem A-List-Level von DiCaprio und Brad Pitt ist. Tom Hardy ist immer noch, finde ich, im Segment, wenn ich meiner Mutter sage, Tom Hardy, da weiß sie nicht, wer das ist. Wenn ich ihr sage, DiCaprio, weiß sie, wer es ist. Und das ist, finde ich, für mich nochmal ein Unterschied, was meine Mutter kennt. Das ist hier der Standard. Also ich sage, er ist noch nicht ganz oben. Er ist vielleicht bekannter als Brosnan und Daniel Craig zum Zeitpunkt, aber für mich ist das noch nicht ein Ausschlusskriterium. Ich finde, da sollte man eher drüber reden, ob er für die Figur des Bond die Charaktereigenschaften so mitbringt. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ich versuche die ganze Zeit so, weil ich habe irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, ja, ich weiß nicht, so dieses. Er ist mehr der grobe Typ. Genau, Sante. Bin da aber auch ein bisschen bei dir. Also ich finde, dieses Argument, dass er zu berühmt ist, finde ich jetzt auch, kann man drüber streiten, ist für mich jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium, weil er auch nicht so riesig ist. Aber für mich ist diese Entwicklung, deswegen sehe ich ihn, glaube ich, also ich sehe mir alles gerne mit Tom Hardy an, insofern würde ich mir auch einen Bond mit ihm angucken. Aber ich finde, dass ich mit Daniel Craig hat sich Bond schon wesentlich mehr in die körperliche Born Mission Impossible Richtung entwickelt. Ne? Immer mehr drauf aufs Maul. Und Tom Hardy ist auch ein sehr physischer Darsteller. Da wird es nur, ich denke, noch mehr in die Richtung gehen, dieser Grobschlächtige. Ich meine, das war Daniel Craig, als er angefangen hat, das war so dieses, ne, Casino Royale, mir ist doch egal, was für ein Drink das ist. So, da ging's ja, war ja gerade das Gimmick, dass er halt nicht so dieser Gentleman ist, sondern ein bisschen rougher.
Und Tom Hardy ist noch mal rougher als Daniel Craig. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie die Entwicklung jetzt weiter dahin treiben, weil sie immer mehr versuchen, mit Mission Impossible zu konkurrieren und so, habe ich das Gefühl. Würde mich nicht wundern, aber ich würde auch lieber wen anders da sehen. Meine Vermutung ist, sie werden jünger. Sie gehen etwas noch einen Tick weiter zurück, weil du musst ja, glaube ich, auch schon ein bisschen so in die Zukunft planen. Du weißt nicht, wie schnell du irgendwie wieder einen Film drehen kannst oder wie lange so eine Filmproduktion inzwischen dauert. Deswegen ist es besser, einen Schauspieler zu nehmen, der vielleicht noch einen Tick unter den 40 ist. Weil Hardy dreht gerade noch Venom 2. Und gerade läuft auch noch No Time to Die. Also die werden nicht vor den nächsten, ich sag mal, 2 bis 3 Jahren anfangen zu drehen. So. Dann ist Hardy aber auch schon wieder. Ja. Wer ist er denn? Ich glaube, Mitte 40. Anfang 40? Ja. Also, wer weiß, ja? Ich weiß es nicht. Aber deswegen ist für mich Hardy eher unwahrscheinlich. Und meistens sind es auch nie diejenigen geworden, die man so wirklich im, Ja, na gut, ich meine, das Alter ist halt auch, das kommt halt dann auch einfach drauf an, wie sie den Bond positionieren wollen. Also, ich fände es ja schön, wenn er, genau, ich stimme dir genau zu, Matthias, wenn er so ein bisschen weggeht von dieser Brute Force-Geschichte. Ich hätte gerne wieder so ein bisschen was Eleganteres, ein bisschen mehr Gentleman, ein bisschen smoother. Klar, Action muss sein und ein bisschen over the top war es schon immer, aber mir fehlt so ein bisschen dieses. Ja, deshalb habe ich gesagt, so viel Sante, so dieses von einem Sean Connery, der so eine gewisse Überlegenheit in seiner. Mit seinem Charakter auch ausgestrahlt. Und auch Roger Moore hatte das, ne? Dass der, dass die waren auch die Schlausten im Raum und nicht nur die Stärksten. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, die waren so da und du hast gesagt, er guckt hier den Raum an und er hat alles im Griff und hat so dieses leichte Suffisante und so. Und das hat mir gefallen, das fehlt mir bei Daniel Craig so ein bisschen. Der geht hin, der verkloppt alle, der guckt und sagt so, woher bist du, halt, pum. So, aber. Da könnte es ruhig ein bisschen filigraner wieder ein bisschen zugehen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch noch nicht den konkreten Gegenvorschlag. Ich finde auch alle, die jetzt momentan so vorgeschlagen werden, und das ist, glaube ich, das Problem. Wir orientieren uns zu sehr an den Leuten, die wir kennen und die wir gerne sehen und die wir gerne hätten. Aber ich glaube, du musst in eine andere Richtung denken. Du musst irgendwie an Leute rangehen, die noch nicht so, also noch nicht so bekannt sind, die noch ein bisschen jünger sind. Ja, aber halt, ich will jetzt auch nicht irgendwie so ein Timothy Chalamet oder so. Weißt du, ich will jetzt auch, come on. Ja, aber da die Gefahr sehe ich halt wieder, dass dann so eine Verjüngung kommt. Wir haben jetzt so einen Jugendlichen, so einen Anfang 20-Jährigen, so. Auch der sehe ich als völlig unwahrscheinlich. Wenn der jetzt mit Jun wirklich eine Franchise haben sollte, also eine Reihe haben, Filmreihe haben sollte, wird der nicht Bond machen. Wird der nicht Bond machen. Glaube ich auch nicht. Ja. Von denen, die in Gespräch sind und technisch unterwegs sind, würde ich am liebsten Idris Elba sehen. Aber auch der. Sagen. Auch der, der zu alt spricht alt, viel dagegen, zu viel alt, zu alt, zu groß und so. Aber wisst ihr, wen ich einen guten Vorschlag finde? Der wurde mir auch bei Twitter nochmal genannt und da muss ich sagen, ja, den hätte ich tatsächlich auch gerne schon bei Tenet gesehen. Das ist der Typ aus Gangs of London. Den finde ich gut. Welchen? Den Hauptdarsteller. Den Afro-Briten. Der Polizist. Ja. Der hat eine gute Physis, der ist nicht zu klein, also der ist ein Tick größer so und der kann zuhauen, aber der ist halt auch nicht irgendwie das bullige Tier so. Mhm. Ne? Also der hat schon, dem könnte ich das zutrauen. Also beziehungsweise auf den hätte ich Bock, weil den kennt man auch nicht so. Also das ist noch nicht so ein verbrauchter Typ, den hast du noch nicht in so vielen Rollen gesehen. Ich meine, Hardy hat jetzt alles gespielt, ja. vom berühmtesten Knacki Englands bis hin zum sich in die Hose scheißen in Al Capone so. Ja? Also da ist alles dabei, ja, und bei das ist doch eher so ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe seinen Namen leider nicht im Kopf, das tut mir sehr leid, aber. Ja, ja. Es wird wahrscheinlich irgendwer an dem. Komm, du findest es nicht abwegig, ne? Ich weiß es noch nicht. Der ist mir. Ich habe den halt jetzt natürlich auch als sehr brutal und so im Kopf. Aber ja, ich weiß es noch nicht. Ich müsste noch mal. Ich finde ja auch sowas wie. Wie heißt der aus The Gentleman? Charlie Hunnam? Charlie Hunnam, fände ich auch cool. So, das könnte ich mir so schon eine Richtung vorstellen oder sowas. So, wie heißt der? Chris Hemsworth? Vielleicht? Thor? Als Bond? Basiert? Bisschen dünner? Aber auch zu körperlich? Soap Dirisu heißt der Mann aus Gangs of London. Okay. Soap Dirisu. Ich glaube, es wird nicht jemand ganz Unbekanntes. Ich glaube, es wird jemand sein, der schon einen Namen hat. Vielleicht nicht ein A-Lister oder so, aber ich glaube, ja, genau, es wird schon jemand sein. Das ist der ideale Typ, mit dem du ein Bond-Franchise aufziehen kannst. Aber das ist zu unbekannt. Das ist zu unbekannt? Ja, glaube ich schon. George Lazenby kannte man aufgrund seiner. Ja, wie viel hat er gedreht? Einen. Ja, gut, aber immerhin. Probier's doch. Ja? Probier's doch. Ich würde mich halt mal Timothy in den Ring Dalton, werfen. Also mein Timothy Dalton hat auch nur 2 gekriegt und der war der Vorläufer. Fällst du denn von mir? Zu alt.
Müsstest sie rasieren. Und auch nicht. Zu physisch wahrscheinlich. Ja, ja, das ist körperlich. Du würdest da einfach reingehen, pam, pam. Aber du bist zu alt. Außerdem hast du ein Franchise am Start. Und ich auch ein Franchise am Start. Ich muss ja einmal im Monat hier Filmfights machen oder was. Ja. Na gut, wir denken weiter drüber nach. Ich meine, komm, wenn es Tom Hardy wird, wir würden uns auch freuen. Ich hätte kein Problem. Wir würden alle, weil Tom Hardy einfach auch ein cooler Schauspieler ist. Aber ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt. Sag ich, ja, ich bin ein Riesenfan von Tom Hardy, aber als James Bond bin ich auch noch nicht. Es wäre halt aber auch auf der anderen Seite eine konsequente Weiterführung von der Daniel Craig-Nummer. Es wäre ein relativ ähnlicher Typ sogar, finde ich so. Ja, es geht weiter in die Richtung, das meine ich halt auch. Aber da bin ich auch wieder, es macht Spaß, darüber zu spekulieren und letztendlich Tom Hardy oder nicht, werden wir uns wahrscheinlich angucken. Aber ich finde, die Bond-Filme haben in den letzten halt eher Probleme in Drehbücher-Natur gehabt. Also da ist dann, Daniel Craig ist ein super Bond, aber wenn der keine guten Drehbücher zum Spielen bekommt, dann kann er noch so gut diese Rolle verkörpern, dann sind die Filme trotzdem nicht geil. Ja, sind wir mal gespannt, was Frau Waller-Bridge aus oder mit in No Time to Die oder mit an No Time to Die irgendwie gut machen konnte. Toll, toll, toll. Ob es einen Effekt hat. So, damit wären wir am Ende wahrscheinlich. Moment, wir werden doch heute, wir laufen doch heute später, oder? Wir können noch ein bisschen überziehen. Nicht wahr, Alvin? Oder kommt nach uns noch irgendwas? Die Sintflut. Du musstest ja eben noch Among Us spielen. Ja, also dementsprechend. Sehr gut gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Du hast wirklich hervorragend beschissen. Keiner kann so lügen wie du. Ja. Und? Ja, wir können morgen. Geil. Zeig doch mal bitte jetzt den 800, den erfolgreichsten Film des Jahres 2020. Ist halt wahrscheinlich wieder so ein richtig, also ist halt so ein richtiges patriotisches Abgefeiern. Mhm. Es geht um ein paar hundert Soldaten und ein paar hundert Zivilisten, die während des Angriffs der Japaner, ich glaube im Jahr 1937, in einer Lagerhalle oder in einem Einkaufszentrum ausharren und versuchen, einer Übermacht von 10.000 japanischen Soldaten Einhalt zu gebieten. So ähnlich wie 300. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Mhm. Ja, kein Wunder, dass der erfolgreich ist in China. Aber der Aufwand, der finde ich schon immer wieder beeindruckend. Ja. Sieht aber auch sehr künstlich teilweise aus. Ja, aber das ist deren Ding. Und mir fällt es gerade bei den asiatischen Filmen so deutlich leichter, das zu akzeptieren. Oh, jawohl! Oh. Ja. Einfach nur die ganze Zeit Geballer. Ja, schreit nach meinem Film. Und ich wette, das war nur die erste halbe Stunde. Wahrscheinlich. Jetzt geht der Film erst los, wenn sie sich nämlich da in diesem Haus verschanzen. Ja, mit Martial Arts. Alter Schwede. Ja, ordentlich. Da wird aufgefahren. Tut mir leid, ich muss sagen, ich bin neugierig drauf. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier, den neuen Serientrailer, oder? Können wir mal reinziehen. Ah nee, genau, ja, den. Hast du das gesehen? Barbarians. Eine deutsche Produktion. Und ich muss sagen, bisher sieht das nicht schlecht aus. Sprechen die Latein? Die Pressemitteilung, die rumging, die war halt auch auf eine Art, entweder lateinisch oder sonst irgendwas. Die haben erst eine Pressemitteilung in der Sprache rumgeschickt, die du nicht lesen konntest. War irgendein altgermanisch oder halt lateinisch. Okay. Und dann kam später nochmal die Übersetzung rum. Wahrscheinlich war keiner gerafft, dass hier klicken für die deutsche Übersetzung. Aber anhand dieses Teasers habe ich wirklich Interesse dran, mal reinzugucken. Und wenn es sowas wie ein Guilty Pleasure Spartacus wird, ja, also wie so ein Spartacus-ähnliches Guilty Pleasure, dann bin ich schon zufrieden. Barbaren. Barbaren. Die Barbarians. Deutscheren Titel gibt's, glaube ich, nicht. Ja, gut. Doch. Hugenotten. Okay. Ich hätte es ja geil gefunden, hieß es The Barbarians. Ja, aber gut. Bayern. So, jetzt haben wir noch einen anderen Serientrailer, oder? Ach, das war eine Serie. Das war eine Serie, ja. Welche meinst du? Ja, das, was du schon bei der Binge zeigen wolltest. Ach, okay. Ja? Du hast mich gestern noch zweimal daran erinnert, dass wir diesen Trailer zeigen wollen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er nicht, jetzt müssen wir cutten. Nein, was könnte es sein? Komm, ja. Ah. Eternals oder was? Hast du den schon gesehen? Nee, noch nicht. Ach, da habe ich schon ein Bild auf IMDb gesehen.
Sind wir nicht ein schönes Paar? Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig irre. Von wo sind Sie hergezogen? Seit wann sind Sie verheiratet? Wieso haben Sie noch keine Kinder? Das ist die aus der 70s. Geschichte. Ich glaube, meine Frau wollte sagen, hergezogen sind wir. Von wo hergezogen? Wann geheiratet? Verdammt, wieso? Oh, aber Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Passiert das alles wirklich? Was? Aber schon krass, ne? Dass die jetzt mal zwei von denen kalibern, ja. Einfach für eine. Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil du es bist. Ja. Ja, die scheinen ja jetzt wesentlich mehr halt auf Serien zu setzen. Ist das eine Sitcom oder was? Ja. Ja, wir wissen es noch nicht so genau. Es soll halt auch das Thema Multiversum aufgreifen, ne? Ich glaube, das stand immer außer Frage. Ja, das wird ja das alles für die Phase 2 wahrscheinlich sein. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Ich frage mich nur exklusiv auf Kino Plus, nein. Ich frage mich halt wirklich, ob das essentiell, also ob das notwendig ist, um die Filme zu verstehen. Wenn das wirklich so ist, ich glaube, das geht nach hinten los. Dann geht's nach hinten los. Du kannst nicht von jedem verlangen, dass er diese Serien sieht, um die Filme zu raffen. So. Wenn das irgendwie ein Bezug ist. Star Wars auch immer versucht, da wird mir auch immer erzählt, in Clone Wars, dritte Staffel, zweite Folge, da hat er aber mal gesagt. Also das, aber das ja, hast du bei. Du siehst ja, wie wenig es dann funktioniert. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. hattest du das auch schon, das war auch eingezogen, das hat dir doch einen Bonus gegeben für die Filme, aber das war nicht notwendig für die Filme. Und ich glaube auch bei den Filmen gehen sie ein bisschen weg jetzt von den ganzen Leuten, die jetzt aus den ersten drei Phasen durch sind. Also die alten Avengers sind so ein bisschen abgeschrieben, die wollen jetzt wieder neue Leute aufbauen. Nicht umsonst kommen jetzt erstmal die anderen Namen und die alten gehen jetzt halt in die Serien über. Wahrscheinlich gibt es dann schon Zusammenhänge, aber ich glaube, das Filmuniversum wird schon noch für sich alleine verständlich bleiben. Ich muss ja sagen, ich weiß, du wirst mir widersprechen und du wirst es nicht honorieren oder du wirst es scheiße finden, aber ich glaube, diese Pause jetzt erstmal, diese erzwungene Pause, tut meinem Hunger nach Marvel-Filmen eigentlich echt ganz gut. Also ich... ich glaube, ich werde mich deutlich mehr freuen, wenn ich nächstes Jahr zum ersten Mal wieder einen Marvel-Film sehe, als es kommt halt einfach noch an. Jetzt im November auch schon sehr es kommt einfach darauf an, was auch kommt. Ja, aber ich habe aber Bock auf den Black Widow-Film. Ich auch. Ja. Und wenn schon wegen Florence Pugh. Ja. Ja. Aber Rachel Weisz sehe ich auch mal gerne. Ja. Und ich meine, Frau Johansson hat ja auch bewiesen, dass sie alles kann. Komm, was denn? Ja, ist jetzt nicht so auf meiner Liste ganz weit oben. Nein, er ist auch nicht bei mir ganz weit oben. Aber ich glaube, es ist deutlich von Vorteil, dass wenn ich jetzt dieses Jahr diesen Film nicht sehe oder keinen Marvel-Film sehe, dass mein Hunger im nächsten Jahr tatsächlich ein ganzes Stück größer und mein Interesse ein ganzes Stück größer ist. Ja. Jetzt im Mai wäre er schon so mehr Filler gewesen. Wäre genau. Einfach gekommen, so, ah ja, den müssen wir auch noch machen. Komm, ja, Scarlett Johansson, dann gucken mit. Wir, wann die Großen nächstes Jahr kommen. Genau. Oh, ja. Und jetzt muss ich sagen, ja, kann ich mir vorstellen, dass... Ich finde es halt komisch, dass die ganzen, die gibt's ja alle nicht mehr, aber ich meine, die können ja nicht einfach jetzt keine Iron-Man-Filme mehr machen. Na doch. Ja, aber die Welt braucht Iron-Man. Ja. Muss ja irgendwie... Naja, also ich meine, sie haben ja auch schon angeteased, dass Spider-Man in die Richtung geht. Und mal gucken, was die anderen noch bringen. Kommen doch noch neue Helden. Und irgendwann wird es auch wieder ein Reboot geben, dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Zu lange. Ja. Aber es geht auch ohne. Obwohl, ich freue mich auf den neuen Batman. Ich freue mich auf den neuen Batman. So, das war's für heute. Vielen Dank, Matthias. Dankeschön, Etienne. Danke schön. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu Among Us. Danke. Ja. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich, ja, vielleicht sogar schon morgen Abend. Da gibt's, glaube ich, eine kleine Ausgabe von Dosenbeats. Und ansonsten am Wochenende, da gibt es auch einen Drink und spätestens ansonsten nächste Woche der hier bei Kino Plus. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.